Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Livestream. Es geht endlich wieder los. Heute startet das erste Pflichtspiel für unseren ersten FC Köln. Und es geht direkt im DFB-Pokal, in der ersten Pokalrunde gegen den Zweitligisten VfL Osnabrück. Ja, das letzte Mal sozusagen war es ja so, dass wir nur eine Runde, ja, das DFB-Pokalspiel spielen durften und danach war eben gegen Jahn Regensburg auch wieder ein Zweitligist, dann eben Feierabend. Ich hoffe natürlich nicht, dass sich dieses Spiel wiederholt. Die Aufstellung ist sehr vielversprechend, muss ich direkt mal sagen. Also das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Bin eben extrem gespannt. Wir haben ja auch schon ein bisschen Pech gehabt jetzt mit Dejan Lubicic, dass er eben nicht fit geworden ist. Melinden Meiner ist nicht fit geworden fürs DFB-Pokalspiel. Das sind eben so zwei Spieler, wo ich sage, schade, dass sie nicht mit dabei sind, denn ja, gerade die beiden sind eben auch extrem wichtig für den ersten FC Köln, nachdem auch Skiri uns verlassen hat auf der Sechserposition und eben klar auf der Flügelseite fehlt uns dann eben so ein Flitzer wie Linden Meiner. Aber trotzdem ist der FC meiner Meinung nach gut dabei. Auch mit Luca Waldschmidt bin ich heute sehr gespannt auf den Jungen. Wie gesagt, die Testspiele waren ja sehr, sehr vielversprechend. Also von daher bin ich mal, ja, sehr gespannt. Jan schreibt es schon, richtig schissene Burgs. Ja, das ist, wie gesagt, ich habe auch sehr, sehr, ja, bin sehr nervös, muss ich wirklich sagen. Gerade weil es eben auch schon den ein oder anderen Bundesligist getroffen hat. Ne, gucken wir mal nach Werder Bremen, gucken wir mal nach, na, sagt schnell, wer ist noch rausgeflogen? Jetzt Darmstadt zum Beispiel, ne? Ich meine, klar, sie sind eigentlich eher zwei, aber ne, sie sind ja aufgestiegen, also von daher Erstligist. Also von daher, ja, wie gesagt, ist es kein Selbstläufer. Das ist, glaube ich, ganz klar. Gerade im DFB-Pokal, da gibt es, wie gesagt, andere Gesetze, das sagt man ja auch schon so. Deswegen. Ja, also, ganz heißer Tanz heute. Ja, definitiv, auf jeden Fall. So, also schreibt unbedingt auch eure Tipps in den Live-Chat rein. Mein Tipp ist tatsächlich ein 2:0 für den FC. Ich hoffe oder ich glaube tatsächlich heute, dass hier was geht und dass wir, wie gesagt, 2:0 gewinnen. Auch bitte ohne Verlängerung, denn das muss hier keine Nachtschicht werden. Da bin ich überhaupt nicht heiß drauf, ich glaube ihr auch nicht. Und deswegen, ja, wie gesagt, denke ich mal an ein 2:0. Aber schreibt unbedingt auch eure, ja, Meinung in den Live-Chat rein. Hier kommt schon die erste Frage, warum kein YouTube, warum bist du heute nicht bei YouTube live? Ich bin ja im Urlaub tatsächlich und ich habe keine Möglichkeit, wirklich bei YouTube live zu gehen, denn hier bei Instagram kann ich wenigstens noch eine Anzeigetafel machen und das geht eben nur mit dem Handy bei YouTube nicht und deswegen bin ich jetzt hier bei Instagram live. Aber dieser Livestream, so ist es zumindest geplant, ich hoffe auch, dass das so funktioniert, soll dann am Ende auch auf YouTube online gehen. Also von daher, wie gesagt, für die, die eben kein Instagram haben sollten, können, wie gesagt, den Stream dann auf YouTube nachschauen. Und genau, also so ist es halt geplant. Ich hoffe auch, dass das so funktioniert. Und ich hoffe auch vor allem, dass die Internetverbindung eben auch hier gerade im Urlaub eben hält, so dass wir dann am Ende einen ganzen Livestream hier auch haben. So Leute, also wie gesagt, schreibt gerne eure Tipps rein in den Live-Chat rein. Hier kommen auch schon die ersten Tipps, sehr vorbildlich. So, also ich habe ja euch auch schon in den Stories gefragt und da wart ihr auch sehr, sehr motiviert, was das anging. Also die, ich glaube 96% sagen, dass der FC heute gewinnt. Also von daher, ja, so soll es doch sein. Also da wäre ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit. 3:0 sagt der Jonas, okay. Mein Tipp ist ein 3:2. Ich hoffe 3:1, okay. Der Lou sagt 3:1 für Köln. Der Dustin sagt ebenfalls 3:0. Ich tippe ein 2:0, okay. Fabian sagt 3:1. Ebenfalls für den ersten FC Köln. Der Marius sagt 3:1 für Köln. Sehr gut. Also viele denken hier auf jeden Fall, dass der FC, ja, 2 Tore Vorsprung das Ding macht. 3:1, 3:0 sagt der Jakobse. 28. Der John Zimmermann sagt 4:0, okay. 2:1 FC wird hart, okay. Ja, wie gesagt, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das heute eine harte Angelegenheit wird. Aber schauen wir mal. Vielleicht wird es ja auch noch nicht so hart. Also wäre ich ja auch nicht böse drum, wenn das hier eine, ja, solide Veranstaltung wird. Wie du meine Fotos geliked hast, so random, aber Couscous. Ja, kein Problem, Sebastian. Wie gesagt, manchmal like ich einfach ein paar Bilder. Das ist einfach so. Denke wird hart, okay. Also wie gesagt, ich sag ja 2:0, das klingt ja jetzt eigentlich nicht so hart. Also eigentlich sehr solide, 2:0, 2 Buden, Luca Waldschmidt und eben Davy Selke. Es ist zwar heute kein Davy Selke Samstag, aber eben ein Davy Selke Montag. So ein Ding ist das. So, 3:2, okay, für Köln, 3:1 für Köln.
Sage 1 zu 4, okay? Okay, der Dirk ist da. Es sind schon sehr, sehr viele Leute da. Seid gegrüßt, freut mich, dass ihr hier seid. 2-1 für Köln, 3-1 für Köln, sagt der Finn. Der Dorian sagt 2-1, okay? Lou sagt 3-1. Der Sebastian sagt 1 zu 4. Finn sagt 3-1. Treusdorf, Tim, sei gegrüßt. Freut mich, dass du hier bist. Genauso wie der Mario ist auch wieder am Start. FunFam for Life ist ebenfalls am Start. Seid gegrüßt. Freut mich, dass ihr hier seid. Das erste Mal so richtig hier bei Instagram live. Zumindest ja, habe ich das ja leider auch sehr vernachlässigt. Muss ich ja wirklich mal hier an der Stelle sagen. Wie gesagt, muss mal wieder mehr aktiv werden. Ist ganz klar. Viel Spaß im Urlaub. Wo bist du denn? Ich bin in... jetzt weiß ich gerade wieder nicht. Jetzt hast du mich erwischt. Eiskalt. Ich bin in Julianadorp. So, jetzt weiß ich es wieder. In Holland. So, ja Niklas, wo seid ihr im Urlaub? Wie gesagt, Dorian in Julianadorp. Wir waren heute auch schon am Strand. Wie gesagt, Bilder werden natürlich morgen kommen. Ja Niklas, sei gegrüßt, Köln Designs. Seid gegrüßt. Wie gesagt, da wird ja auch von euch noch was oder für euch was kommen, definitiv. Die erste Story war ja dafür schon draußen. Lia 2004, sei gegrüßt. Freut mich, dass du hier bist. So. Moinsen, 3-1 für uns. Sehr gut, sehr vorbildlich. Sehr schön. Oh, hier werden nochmal die letzten Bilder auch von Jonas Hector nochmal gezeigt. Unser früherer Capitano. Habe Angst. Ja, Timo, ich habe auch bei jedem Pokalspiel habe ich immer Angst, weil es einfach da um was geht. Ne? Da, bei der Bundesliga ist es eben so, gut, wenn du heute nicht gewinnst, dann gewinnst du eben nächste Woche. Aber wenn du heute eben nicht gewinnst, dann bist du nächste Woche nicht mehr dabei. Also von daher, deswegen. Also und gerade weil eben die zweite Liga, die hat jetzt schon 2 Spiele gehabt, sage ich mal. Also die sind so ein bisschen schon mal drin in dem Modus. Und der FC eben nicht. Aber andererseits sage ich mir auch, du musst einen Bundesligist, einen Zweitligist musst du schlagen. So, also einen Zweitligist musst du schlagen, wenn du Bundesligist bist, musst du eben auch einen Zweitligist schlagen. Auch wenn er schon 2 Wochen, oder schon 2 Pflichtspiele hatte, musst du trotzdem den Zweitligisten schlagen. Das ist ganz klar. Aber wie gesagt, es gibt eben, ja, schon viele Bundesligisten, die eben schon rausgeflogen sind. Wie zum Beispiel ein SV Werder Bremen gegen Viktoria Köln. Wo kann man gucken? Julian, das läuft tatsächlich erstens entweder auf Sky oder eben auch auf das Erste tatsächlich. Also, alles gut nachträglich, sagt der Lia. Stimmt, der hatte Geburtstag, ne? Geh jetzt raus, gucke das Spiel Come On FC. Sehr gut. Also, dann Come On FC 3-0, okay? Eine Bande, sehr gut. Schindler kann wenigstens keinen Elfer mehr verkacken. Das stimmt, das stimmt. Der ist ja nicht mehr dabei. Kannst mich grüßen, Jungen? Natürlich, Finn. Sei gegrüßt. Freut mich, dass du hier bist. Das Spiel läuft auf der ARD, genau. Richtig. Also, wie gesagt, auch im Free TV heute dabei. Guckst du ARD oder Sky? Dadurch, also sagen wir es mal so, wenn ich jetzt zu Hause wäre, würde ich Sky gucken. Dadurch, dass ich aber hier im Urlaub bin und keinen Sky-Receiver dabei habe, gucke ich es tatsächlich auch in der ARD. Aber wenn ich jetzt zu Hause wäre mit meinem Studio oder allgemein in meinem Studio, dann würde ich ja auch heute auch tatsächlich beides machen, Instagram und YouTube. Aber das ist ja leider nicht so. Aber die zweite Pokalrunde, die wird dann wieder auf YouTube und auf Instagram gleichzeitig übertragen. So, aber sagt mal kurz, dadurch, dass ich natürlich das Internet hier nicht kenne, aber ich glaube, der Livestream läuft ganz gut, oder? Ton müsste okay sein, genauso wie die Bildqualität und allgemein. Also eigentlich müsste der Stream doch ganz gut laufen. Macht gerne mal eine 1 rein oder einen Daumen hoch vielmehr. Macht gerne mal einen Daumen hoch, damit ich sehe, ob das auch bei euch alles wunderbar funktioniert. Der Qualle, sei gegrüßt, Arminia schreibt da. Ja, ihr seid ja auch weiter. Vielleicht treffen wir ja dann auf, in der zweiten Runde auf euch. Das wäre natürlich höchst interessant und ich glaube, Qualle, da müssen wir definitiv noch einen Vorbericht machen. Wenn das so kommt, ich glaube, dann müssen wir bei Discord einen Vorbericht drehen für YouTube dann. Also ich glaube, das schreit danach, oder? Schreibt mal gerne rein. Aber eigentlich müssten wir dann einen Vorbericht machen. Gute, Manfred, sei gegrüßt. Freut mich, dass du hier bist. 1, okay, Daumen hoch ist gut. Sehr gut, das freut mich doch. So, das freut mich doch sehr. So, ich glaube, wenn Arminia nach Köln muss, komme ich zu euch. Sehr gut, Qualle, das hört sich doch perfekt an. Das hört sich doch top an. Vorbericht machen wir auch dann. Sehr gut, Qualle, sehr gut. Sehr gut. Ja, dann müssen wir nur noch hoffen, dass wir gegeneinander spielen, ne? Und heute natürlich erstmal unsere Hausaufgaben machen, das ist auch ganz klar. Heute müssen wir erstmal unsere eigenen Hausaufgaben machen. Und dann
können wir weitermachen. So, was machst du? Kommentieren. Ich kommentiere gleich das Spiel hier live auf Instagram und hoffe, dass ihr auch Bock habt. Also, ich hab's auf jeden Fall, gerade jetzt, wo es endlich dann wieder losgeht. So, ich muss tatsächlich gerade mal nochmal was gucken, und zwar wegen bildermäßig. Ich mache jetzt schon mal die Anzeigetafel, gucke ich schon mal, wie das, ob das funktioniert. Okay, so, genau, und jetzt will ich das so, genau, passt, perfekt. Top, top, top. Wunderbar, so können wir es machen. So können wir es machen. So, dale. Felix, sei gegrüßt, freu mich, dass du hier bist. Und der Schalker Schmidti ist auch am Start, sei gegrüßt, freu mich, dass du hier bist. Was sagst du zu Lubicic wegen Wolfsburg? Ja, war natürlich extremst überrascht, habe ja auch dazu ein Video aufgenommen. Und muss schon sagen, dass ich echt geschockt war, weil ich dachte echt, boah, jetzt auch noch Lubicic weg. Ich meine, wir haben ja sowieso sehr, sehr viele gute Spieler abgehen lassen müssen mit Jonas Hector und eben auch Elias Giri. Und das wäre halt schon hart gewesen, weil dann eben wirklich nur noch Erik Martel sozusagen von der alten Truppe. Klar, Dennis Husinbasic ist auch noch da, der spielt ja auch heute. Ich bin auch sehr gespannt auf ihn. Aber das wäre halt schon, weil du halt wirklich dann drei Spieler hättest, ohne Martel jetzt dazu gezählt, hättest du halt drei Spieler gehabt, wo du überhaupt nicht weißt, wo stehen die zurzeit. Ne? Und das ist halt dann schon sehr, sehr schwierig. Aber wie gesagt, Lubicic, das Ding ist ja eigentlich so gut wie vom Tisch. Außer Wolfsburg bietet eine Summe von 15 bis 20 Millionen, weil das will ja der FC mindestens haben. Also die wollen ja eigentlich schon Lubicic jetzt nicht irgendwie verscherbeln, weil ich auch gut finde, sondern dann eben auch wirklich zu Geld machen. Und dann kannst du dir ja auch andererseits, wenn es so kommen sollte, auch einen guten Ersatz noch holen. Aber eigentlich, bin ich ehrlich, will ich eigentlich lieber, dass Dejan heute auch noch bleibt, ne, ganz klar. Also er kann gerne noch ein, zwei Jahre bleiben. Und dann, wie gesagt, für gute Ablöse, ich meine, dann läuft eigentlich sein Vertrag auch aus. Also ich hoffe, dass er dann den Vertrag nochmal verlängert. Und dann vielleicht irgendwann, dass dann nochmal ein Verein anklopft. Und dann eben, dass wir dann den eben zu Geld machen. Das wäre eben ganz cool. Und genau. Michael Port, sehr gegrüßt. Wer wird Meister? Also meine Bundesliga-Prognose ist ja schon draußen. Die kam ja jetzt am Freitag. Und ich glaube tatsächlich, dass Bayern es wieder machen wird. Die haben echt einen extrem starken Kader. Und ich glaube auch tatsächlich nicht, dass Bayern nochmal so eine Hollywood-Reise macht in der Saison, also das glaube ich eher nicht. Obwohl ich bei Tuchel mir auch noch nicht so sicher bin, ob der wirklich bei Bayern die ganze Saison über bleibt, weil das könnte auch noch krachen da. Also gerade jetzt mit dem Supercup, aber gut, mal abwarten. Ne? So Leute. So, dann legen wir mal los, ne? Nochmal einen Schluck trinken. Für alle, und dann geht die Startaufstellung los. Nochmal einen Schluck trinken und jetzt geht los, meine Damen und Herren. So, meine Damen und Herren, hier kommt sie, die Mannschaftsaufstellung unseres ersten Fußballclub Köln. Im Tor mit der Nummer 1. Marvin Schwäbe, mit der Nummer 2, Benno Schmitz, mit der Nummer 4, Timo Hübers, mit der Nummer 6, Erik Martel, unsere Nummer 8, Dennis Husinbasic, unsere Nummer 9, Luca Waldschmidt, und unsere Nummer 11, Florian Kainz. Mit der Nummer 17, Leert Paguada. Mit der Nummer 24, Jeff Chabo. Mit der Nummer 27, Davy Selke. Und unsere Nummer 47, Matthias Olesen. Und unser Cheftrainer mit der 72, Steffen Baumgart. Sehr gut, Leute. Vorbildlich. So. Und jetzt geht es gleich los. Ich muss noch den Laptop, den ich direkt neben mir habe, tatsächlich, für unsere Hymne. So muss das sein. So, Baumgart, genau. So sieht's aus. So. Zack, genau. Wunderbar. Und dann kann es jetzt gleich losgehen, Leute.
Wer steigt auf? Ich glaube Schalke und Paderborn, genau. Nein, Pauli. Also ich hoffe tatsächlich irgendwie Schalke, Pauli, das wäre geil. Also Pauli würde ich echt, weil die ja auch die ganze Zeit schon, stimmt, den HSV haben wir auch noch. Gut, HSV, dann Schalke und dann eben der SC Paderborn. Mann, ich immer mit meinem Paderborn. Der Pauli, so. Das hoffe ich irgendwie. Aber mal gucken, mal abwarten. Hab Angst. Ja, wie gesagt, Anna, nicht zu Unrecht. Also DFB-Pokal ist immer so eine eigene Geschichte. So, jetzt, meine Damen und Herren, ich würde mich gerne erheben, aber ich habe direkt hier die Schräge, deswegen geht das nicht. Aber ihr könnt euch gerne erheben für unsere Hymne. Okay, wartet kurz. Ups, jetzt fällt hier alles runter, läuft. Wartet, hab gerade technische Schwierigkeiten. Wartet, das funktioniert noch nicht. Denn meine Musikbox ist tatsächlich ausgegangen. Das darf so nicht sein. So. Nochmal an. So. Ein bisschen hin und her. So. Jetzt müsste es wieder funktionieren, Leute. Ja, wie gesagt, alles ein bisschen provisorisch, aber jetzt kriegen wir es hin. So, nochmal neu. Also, meine Damen und Herren, bitte erhebt euch von den Plätzen für unsere Hymne! Oder auch nicht? Mann, was ist denn das jetzt hier? Leute, was ist denn das jetzt hier? So, gerade mal nochmal gucken hier. Rama, technische Schwierigkeiten. Jetzt geht mein Handy wieder zur Seite. So. So, jetzt sind wir verbunden. Jetzt geht es los, Leute. Also, ein bisschen verspätet, aber jetzt geht es los. Also nochmal, erhebt euch von den Plätzen für unsere Hymne. Wir schon zu dir, es ist Köln, und wir jagen mit dir.
spielen und das Spiel hat natürlich schon längst angefangen, weil wir jetzt ein bisschen Probleme hatten, gerade mit der, ja, mit der Hymne, aber kriegen wir hin. Ich habe jetzt auch die Box runtergetan, weil die war direkt am Handy und dadurch die Vibration der Box, wie gesagt, ist am Ende das Handy dann immer ein bisschen runtergefallen. Deswegen, so, also es geht los. Der FC, wie gesagt, in den roten Auswärtstrikots und die Osnabrücker in den violetten Trikots. Und somit geht es jetzt hier los mit der Partie, mit dem DFB-Pokal. Und jetzt sind wir gerade wieder runtergefallen. So. Mann. Leute, was machen wir hier? So, nochmal festhalten hier. Nochmal ein bisschen provisorisch. So. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Dann darf das Handy nicht mehr angefasst werden. So ein Ding ist das. So, Leute, jetzt geht's los. Jetzt sind wir bereit. Und jetzt wollen wir losstarten. So, also, wie gesagt, der FC jetzt hier über die rechte Seite mit Benno Schmitz. Glückwunsch zu den 3000 auf YouTube. Danke dir, Dorian. Vielen lieben Dank. Grüße aus Bielefeld. Max, schöne Grüße zurück. Jetzt, wie gesagt, Benno Schmitz hier mit dem Einwurf über die rechte Seite. Dennis Susin-Basic. Jetzt Luca Waldschmidt mit der Flanke in den 16er, aber da ist der Keeper erstmal vorne aus Osnabrück. Da steht er erstmal bereit. Und jetzt haben wir hier die dritte Spielminute. Jetzt wieder der VfL über die rechte Seite des FCs. Luca Waldschmidt läuft da wieder früher an. Und jetzt ist die Seitenverlagerung vollzogen über die linke Seite. Jetzt geht es allerdings wieder zurück zum Keeper. So, jetzt hier Florian Kainz. Wieder Dennis Susin-Basic, Leert Paguada, Jabot. Jetzt wieder Erik Martel, wieder auf Olesen. Timo Übers. Wieder auf Jabot. Jeff Jabot, wieder auf Timo Übers und wieder zurück zu Marvin Schwäbe, der ja auch das neue Torwarttrikot heute anhat. Wie gesagt, das war ja jetzt bei den Testspielen noch nicht der Fall. Jetzt hat er es, wie gesagt, an. Jetzt hier wieder Osnabrück gegen Susin-Basic und Susin-Basic zieht wohl das Foul und somit gibt es jetzt hier den Freistoß für den VfL Osnabrück. Schön ein Zimmer, ja, ist ja eigentlich nur ein Ferienzimmer, ist ja nicht mein eigenes, aber danke dir, Marcel. So, Osnabrück jetzt mit dem Freistoß, wie gesagt, ist noch ganz weit weg vom FC-Kasten, also von daher keine Gefahr. Für den FC jetzt hier Benno Schmitz mit dem langen Ball Richtung Luca Waldschmidt. Wieder Matthias Olesen und Dennis Susin-Basic. Ja, der Ball ist wieder weg. Wieder zu Timo Übers und Marvin Schwäbe. Quatsch, demnächst ein Haus. Genau, Marcel. So, wieder Florian Kainz und der Ballverlust. Und somit Osnabrück die Möglichkeit, hier gefährlich vor dem FC-Kasten zu sein. Aber am Ende macht es der VfL einfach nicht gut und der FC kriegt es am Ende doch noch verteidigt. Florian Kainz. Aber genau auf sowas müssen wir eben achten. Leichtsinnige Ballverluste dürfen wir nicht so einfach hergeben. Sonst kann es hier gefährlich werden. Hier sehen wir es nochmal, Florian Kainz. Und dann wurde er auch gefoult und somit gibt es jetzt hier den Freistoß. Aber eben auch noch in der FC-Hälfte. Also auch da nicht gefährlich für den VfL Osnabrück. Und somit weiter in der FC jetzt hier. Im Ballbesitz. Jetzt wieder der FC. Läuft gut an hier in die Mitte durch Luca Waldschmidt. Schön auf Davy Zeck. Aber der Ball wurde noch vorher geklärt vom Osnabrücker. Und somit gibt es jetzt aber hier die erste Ecke für den ersten FC Köln. Also die erste Standardsituation. Und somit natürlich die Möglichkeit, hier gefährlich das erste Mal vor dem Osnabrücker Tor zu kommen. Ich denke mal, Florian Kainz wird es machen über die linke Seite. So sieht's aus. Unser neuer Capitano Florian Kainz mit der ersten Ecke in der 7. Spielminute. Also, Florian Kainz, die Ecke kommt hinein und der Ball ist auch nicht schlecht, aber der Osnabrücker ist dazwischen. Paco Arda setzt nochmal nach, Erik Martel nochmal auf Waldschmidt über die rechte Seite.
Luca Waldschmidt schön auf Pacquada mit dem Schuss. Aber der geht erstmal ja drüber. Aber das war keine schlechte Schusschance für den ersten FC Köln und allgemein. Schön hier von Luca Waldschmidt, den Osnabrücker noch getunnelt. Und dann ist eben in der Mitte Leas Pacquada. Und der Ball war sogar, meine ich, noch abgefälscht. Aber es gibt nur Abstoß. Aber es sah so aus, als ob er noch abgefälscht war. Aber egal, es gibt nochmal Abstoß jetzt hier für den VfL Osnabrück. Jetzt wieder der Keeper, allerdings wird er auch wieder gut bearbeitet hier von dem FC. Und wieder ist Lea Pacquada dazwischen, der gefällt mir wirklich sehr gut in den ersten Minuten hier. Und jetzt gibt es hier auch die erste Einwurfmöglichkeit für den FC, wieder über Lea Pacquada über die linke Seite. Immer noch der erste FC Köln im Ballbesitz mit Jeff Jabot. Wieder Jabot auf Timo Hübers. Wieder Benno Schmitz. Schöner Ball, gut gegangen hier über die rechte Seite jetzt. Dennis Usimbasic. Und der Ball bleibt allerdings, bleibt doch nicht beim FC. Ich dachte erst, der FC kriegt den Ball zurück, aber ist nicht. Der VfL Osnabrück kann sich den Ball zurückerobern. Und somit jetzt hier der nächste Einwurf über die rechte Seite. Jetzt gut über die Mitte hinausgespielt. Und jetzt ziehen sie über die linke Seite in die Kölner Hälfte rein. Aber Olesen bleibt da gut stehen. Wieder Florian Kainz, der da auch gut drückt. Davy Selke ebenfalls. Läuft wieder früh an. Das Spiel, was wir, wie gesagt, unter Steffen Baumgart eben kennen. Und jetzt wieder der Keeper von dem VfL Osnabrück. Wie gesagt, die letzte Begegnung beim ersten FC Köln war ja tatsächlich auch in Köln im DFB-Pokal gegen den VfL Osnabrück. Da konnte der FC sich durchsetzen mit 1:0. Torschütze war damals Anthony Modest. Und wie gesagt, wenn es so auch heute aussieht, da bin ich sehr zufrieden. Aber andererseits könnte es auch noch 1-2 Tore mehr sein. Denn nur 1:0, das ist eben auch wirklich ja sehr, sehr schmaler Grat. Wann fällt das erste Tor? Das ist eine sehr gute Frage, Felix. Ich kann sie dir leider nicht beantworten, aber ich hoffe, dass es nicht irgendwie bis zur 90. Minute dauert, bis der FC dann das entscheidende Tor macht. Wie vielte Minute hast du? Ich habe jetzt die 10. Spielminute, also 10:21. Jetzt erstmal wieder Olesen. Wieder Leert Pacquada. Und wieder Benno Schmitz. Benno Schmitz. Immer noch Benno Schmitz. Gut auf Dennis Usimbasic. Der könnte jetzt eigentlich nach innen ziehen. Macht aber erstmal nicht. Legt nochmal ab auf Benno Schmitz über die rechte Seite. Jetzt kommt die Flanke in den 16er. Aber da ist erstmal nur der VfL Osnabrück. Aber der FC setzt weiter nach Benno Schmitz. Aber am Ende kriegt Timo Hübers den Ball. Und jetzt wieder Erik Martel. Also der FC ist klar. Natürlich gerade die bessere Mannschaft. Das ist, glaube ich, ganz klar. Ballbesitzmäßig hat der FC mehr vom Spiel und auch die Chancen sprechen zurzeit für den ersten FC Köln. Jetzt erstmal wieder eine lange Flanke von Lea Pacquada. Dennis Usimbasic ist auf der rechten Seite. Jetzt Benno Schmitz. Ja, jetzt ist Davy Selke da. Davy Selke mit dem ersten Schuss. Und der Ball landet am Ende beim Keeper, aber den kann er eben auch nur abfälschen. Und somit gibt es jetzt hier die zweite Ecke für den ersten FC Köln. Also wirklich sehr gefährlich. Hier sehen wir, schön nach innen gezogen. Und dann ist der Winkel etwas spitz. Aber der Torwart macht es am Ende auch gut. Und somit landet der Ball am Ende ins Aus. Und somit gibt es hier die zweite Ecke. Über rechts allerdings dieses Mal für Florian Kainz. Aber wenn die Ecke genauso gut reinkommt wie die erste, dann wird es hier gefährlich für den VfL Osnabrück. Jetzt erstmal Florian Kainz mit der Ecke. Die Ecke kommt gut rein. Ja, und wieder ist es Davy Selke, der dazwischen geht, aber am Ende landet der Ball eben im Aus und somit gibt es jetzt hier den Abstoß für den VfL. Mein Tipp ist tatsächlich ein 2:0 für den FC. Wie gesagt, für die neu reinkommen, können gerne auch reinschreiben, was euer Tipp ist. Würde mich mal sehr interessieren. Jetzt erstmal wieder der VfL Osnabrück. Und jetzt kommt er hier über links, aber der Ball landet schon im Aus und somit keine Möglichkeit für den VfL Osnabrück. So, Leert Pacquada mit dem Einwurf über die linke Seite. Matthias Olesen
Und der Ball landet am Ende wieder im Aus. Osnabrück beschwert sich, weil sie sagen, der FC war als letzter am Ball. Aber der Schiri sieht es so, dass der VfL Osnabrück als letzter am Ball war. Und somit Einwurf für Lead Paguada. Wieder Davy Selke. Aber jetzt haben die Osnabrücker den Ball. Und versuchen ihr Spielaufbau eben durchzusetzen. Über den Torhüter erstmal. Jetzt immer noch der Torhüter, wieder zurück zu dem nächsten zu dem nächsten Feldspieler. Aber ja, der FC wartet jetzt erstmal geduldig und guckt erstmal, was denn der Gastgeber so zu bieten hat. Allerdings auch nicht lang, denn Luca Waldschmidt geht dazwischen. Ja, beschwert sich jetzt, dass es seiner Meinung nach kein Foul war. Ja, der Schiri sagt nicht so laut, sonst siehst du die erste Verwarnung. Wäre natürlich sehr, sehr früh in der 14. Spielminute. Aber gut. So, jetzt erstmal wieder ein langer Antritt von dem VfL Osnabrück über die linke Seite. Ja, guter Ball jetzt wieder. Schöner Spielaufbau vom VfL Osnabrück. Jetzt geht's über die rechte Seite des FCs. Da muss Benno Schmitz aufpassen. Die nächste Flanke kommt rein. Und da ist der erste Kopfball allerdings nicht gefährlich erstmal. Oder geht auch erstmal nicht zu Marvin Schwäbe. Somit der FC jetzt hier mit der nächsten Möglichkeit durch Florian Kainz. Ja, der Pass, der kommt leider nicht auf Davy Selke an. Sondern findet am Ende nur den VfL Osnabrück. Jetzt kommt der VfL Osnabrück nochmal über die rechte Seite wieder. Benno Schmitz macht da allerdings alles zu, sehr gut. Und somit Timo Hübers, der das Ding entschärfen kann. Ordentliche Leistung bis jetzt. Aber am besten gefällt mir zurzeit wirklich Lead Paguada über die linke Seite. Schreibt gerne mal euren Favoriten zurzeit rein. Südkurvenjungen, sei gegrüßt, freue mich, dass du hier bist. So, jetzt wie gesagt, VfL Osnabrück mit dem Einwurf über die rechte Seite. Ich werde natürlich auch das Spiel Dortmund gegen Köln natürlich auch hier live kommentieren. Also würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Und genau, also wie gesagt, das Spiel gegen Borussia Dortmund, gegen unsere Freunde, werde ich hier auch wieder live kommentieren. Jetzt allerdings nochmal eine Flanke vom VfL Osnabrück, aber die kann Hübers erstmal klären. Und somit gibt's jetzt hier den nächsten Einwurf über die rechte Seite. Ist auch schon ausgeführt. Jetzt kommt hier der gute Pass auf die rechte Seite und jetzt die Flanke. Da ist der VfL Osnabrück im 16er des FCs. Aber Hübers kann erstmal klären. Aber Osnabrück bleibt jetzt erstmal weiter in der Druckphase. Also der FC weiter unter Druck. Aber jetzt können sie sich so ein bisschen befreien von dem Druck, indem sie eben wieder früh rausgehen und Osnabrück somit auch keine Möglichkeit geben, irgendwie den Spielaufbau nochmal fortzusetzen. Aber wie gesagt, der VfL Osnabrück bleibt weiter in dem Ballbesitz. Wie viel tippst du? Ich denke mal, Domstürmerin Sina, ich denke mal 2:0 für unseren ersten FC Köln. Schreib gerne mal deinen Tipp rein. Aber wie gesagt, ich denke mal ein 2:0. Ich hoffe natürlich auch auf ein 2:0. Ich hoffe nicht, dass das irgendwie in die Verlängerung geht oder ins Elfmeterschießen. Weil Elfmeterschießen ist immer Glückssache. Also es ist wirklich so. Deswegen hoffe ich eigentlich, dass der FC das hier souverän löst und dann eben nicht irgendwie groß in die Verlängerung muss. Da würde ich mich schon sehr freuen. Am besten wäre es eben auch, wenn wir jetzt frühzeitig noch ein 1:0 schon mal machen würden. Also jetzt nicht irgendwie erst ab der 70. 80. sondern schon irgendwie, ja, jetzt haben wir die 16. Spielminute, so ab der 20. 1:0 machen, damit man direkt mal Osnabrück auch zeigt, hier heute kommt ihr nicht weiter, denn der FC wird hier weiterkommen. Das wäre eben auch sehr, sehr wichtig. Deswegen, aber mal schauen. Mal schauen. Wie gesagt, der FC hat ja gerade in der ersten Runde öfters auch mal, ist er jetzt erstens schon mal gestolpert und zweitens tun sie sich meistens immer ein bisschen schwierig, gerade in der ersten Runde. Deswegen mal schauen. Jetzt aber erstmal wieder Lead Paguada über die linke Seite, Florian Kainz. Ja, aber der ist nicht zu erreichen für Luca Waldschmidt. Und somit wieder erstmal der VfL Osnabrück. Jeff Jabot setzt sich da gut durch. Benno Schmitz mit einer langen, ja, mit einem langen Ball über Florian Kainz. Wieder Florian Kainz, Lead Paguada wieder über die linke Seite. Aber auch er kann erstmal nur den Rückwärtsgang antreten. Erik Martel wieder zurück zu Hübers. Und wieder Lead Paguada. Lead Paguada über die linke Seite zu Florian Kainz. Florian Kainz mit der nächsten Flanke. Aber die findet gar keinen Abnehmer und somit Abstoß für den Keeper vom VfL Osnabrück. Oh, hier sehen wir nochmal die VfL Osnabrück Bank. Und hier sehen wir Bastian Schweinsteiger, der heute auch für das erste eben,
ja, am Ende auch in der Halbzeitpause dann sprechen wird. So, ich will mal gerade gucken, ob der PC jetzt, wenn dann ein Tor fällt zum Beispiel, ob das dann funktioniert. Oder ob der PC dann irgendwie doch aus ist. Oder zumindest die, ja, sagen wir mal, die GBL-Box. So, mal gerade mal testen. Ja, die GBL-Box ist nämlich tatsächlich aus. Ich hab's fast schon gedacht. So, jetzt kommt erstmal Benno Schmitz. Und der Ball bringt allerdings nichts ein. Und ich mach schon mal die GBL-Box nochmal wieder an. Ja, die fliegt manchmal immer wieder raus. Das ist echt ein bisschen nervig. Aber gut. So, jetzt sind wir wieder verbunden. Jetzt sollte es auch wieder funktionieren. Falls ein Tor fällt, damit wir dann direkt auch ja, up to date sind. Und dann eben auch direkt das Trömmelchen wieder hören können. Ganz klar, wenn der FC ein Tor macht. So, jetzt liegt hier Jeff Jabor da am Boden. Schauen wir mal. Oh ja, er hat den Ball direkt zwischen den wichtigsten Dingen getan. Oder bekommen, das tut natürlich für einen kurzen Moment weh, kurz mal gekühlt, genau. Und dann sollte es eigentlich wieder losgehen. Na, in der Zeit für die kleine Verletzungsunterbrechung nutzt eben auch unser Trainer Steffen Baumgart die Möglichkeit, mit den Spielern nochmal zu sprechen, mit Florian Kainz, mit Luca Waldschmidt. Und die Spieler nutzen die Pause eben auch für ein bisschen was zu trinken. Und das Gleiche sollten wir alle tun, also Prost Leute. So, jetzt geht's weiter. In der gut 20. Spielminute. So. Also Kühn wird den Ball wieder freigeben jetzt. Der Torhüter vom VfL Osnabrück. Und dann kann es hier weitergehen. So, Ball ist frei. Jeff Jabot könnte rein theoretisch wieder rein. Jawohl, ist er auch. Also somit wieder alle zu 11, so wie es sein muss. So, jetzt erstmal Ballbesitz wieder der VfL Osnabrück. So, wieder Osnabrück über die rechte Seite. Da ist viel Platz. Hübers muss da zumachen, die Lücke. Aber Jeff Jabot macht es. Aber der Ball bleibt weiterhin gefährlich. Nächste Flanke. In den 16er des FCs. Jetzt ist der FC ein bisschen unsortiert. Olesen kann den Ball allerdings klären. Und somit erstmal wieder die Gefahr entschärft. Aber Osnabrück bleibt weiterhin im Ballbesitz. Also ich muss jetzt wirklich sagen, dadurch, dass jetzt auch Osnabrück so die ein oder anderen starken Szenen hatte, ist das Spiel schon sehr ausgeglichen. Ne? Wie gesagt, vorher war der FC definitiv besser im Spiel, muss man wirklich sagen. Aber jetzt hat sich Osnabrück auch wirklich gefangen. Und konnte jetzt auch schon das ein oder andere Mal gefährlicher werden. Aber sie haben bis jetzt auch noch nicht so viel ausgenutzt aus ihrer Überlegenheit. Oder aus der Überlegenheit, wo sie jetzt eben wieder hervorheben. Jetzt vielleicht wieder über die rechte Seite. Ja, und dann ist irgendwas passiert. Was ist jetzt passiert? Hä? Okay, es gibt hier einen gefährlichen Freistoß durch Erik Martel. Hier sehen wir es nämlich, der Ball lief eigentlich. Und dann, ja, und dann hakt sich irgendwie Erik Martel irgendwie ganz blöd ein. Das war ja jetzt richtig unnötig. Das war ja jetzt richtig unnötig und leider sehr gefährlich jetzt hier für den ersten FC Köln. Denn das ist eine sehr, sehr gute Freistoßposition für den VfL Osnabrück. Aber absolut unnötig, so einen Freistoß herzugeben. Also, ja, muss man nicht... Oh. Nee, das ist noch zu früh. Das ist noch zu früh. Zumal es jetzt hier erstmal die Möglichkeit gibt für den VfL Osnabrück. Aber wir haben schon mal getestet, also es funktioniert schon mal die Türme, falls der FC nachher trifft. Aber jetzt muss man erstmal Daumen drücken, dass hier kein Gegentor passiert. Durch diese gute Freistoßposition vom VfL Osnabrück. Direkt an der Strafraumkante. Dieser Freistoß, der kommt auch rein, der kommt gut. Und Marvin Schwäbe ist da. Ganz, ganz stark, unsere Nummer 1, Marvin Schwäbe. Also, gar nicht schlecht geschossen hier. Aber am Ende ist Marvin Schwäbe da. Und jetzt gibt es hier den nächsten Freistoß. Wahrscheinlich für den VfL Osnabrück durch Davy Selke. Oder? Ja, der Schiri knöpft sich da Davy Selke nochmal vor. Aber, ja, weiß ich nicht. Der läuft doch eigentlich ganz normal. Hier sehen wir es nochmal. Also, ja, wie gesagt, Marvin Schwäbe sehr, sehr stark gehalten. Ist auch mit dem Rücken leicht nochmal gegen den Pfosten gekommen. Aber
hat sich da Gott sei Dank nicht schwer verletzt oder überhaupt verletzt. Aber jetzt gibt's hier nochmal einen Freistoß. Allerdings diesmal ein bisschen entspanntere Lage als jetzt letztes Mal, als davor der. Aber trotzdem, durch eine Hereingabe kann das auch wieder gefährlich werden. Also ich will das hier nicht verharmlosen. Wenn das hier eine gefährliche Hereingabe wird, dann wird das ebenfalls gefährlich. Schauen wir mal. Also Osnabrück jetzt hier mit der zweiten Freistoßgelegenheit, mit der zweiten Standardsituation. Wieder der VfL Osnabrück. Okay, jetzt machen sie hier eine ganz verrückte Variante. Wieder ein langer Ball, aber Hübers ist da, wichtig. Und jetzt vielleicht der FC die Möglichkeit zu kontern durch Olesen, aber leider auch nicht, denn er wird da gut bearbeitet vom VfL Osnabrück. Und somit erstmal, ja, keine gefährliche Situation, die da rausspringt. Jetzt wieder ein Einwurf über die linke Seite für den VfL Osnabrück. Und wieder der VfL Osnabrück, der kommt da gut durch, aber Hübers hat da noch was mitzureden. Gott sei Dank. Denn wenn er da nicht hingeht, dann wird's richtig gefährlich. Jetzt wie gesagt Florian Kainz, wieder mit dem langen Ball, aber der ist wie gesagt nur für den Keeper vom VfL Osnabrück bestimmt. Kein anderer Kölner kann da irgendwas mit anfangen. Und somit erstmal wieder, hier sehen wir den Freistoß nochmal, also ein, ja, gut gehalten von unserer Nummer 1, Marvin Schwäbe. Und dann haben wir hier gleich, wahrscheinlich, nee, das ist noch immer noch der erste. Dann haben wir gleich sehr wahrscheinlich noch den zweiten, den wir sehen. Oder auch nicht. So gefährlich war er dann doch nicht, dass er dann noch gezeigt wird. Jetzt erstmal wieder Erik Martel. Aber wie gesagt, Osnabrück hatte jetzt definitiv die letzten 5 bis, ja, gut 8 Minuten gute Drangphase, Druckphase, wie auch immer. Aber sie konnten bis jetzt auch noch nichts rausschlagen mit. Aber davor war, wie gesagt, der FC meiner Meinung nach ein Ticken besser. Also von daher geht das 0-0 erstmal hier in Ordnung. Jetzt hier nochmal ein langer Ball, aber wieder Jabot dazwischen. Und jetzt ja, ist der Ball wieder beim VfL Osnabrück. Jetzt vielleicht der FC, aber da wird Jabot gut behandelt. Und somit gibt es jetzt hier die erste gelbe Karte für den VfL Osnabrück. Ja, da hat er auch viel, viel getan, muss man ganz klar sagen. Hier sehen wir, gute Möglichkeit für den FC eigentlich zu kontern. Und da wird er einfach runtergerissen. Von daher taktisches Foul zurecht für Conte, die gelbe Karte. So, jetzt nochmal ein langer Ball. Lennart, sei gegrüßt, freue mich, dass du hier bist. So, Jeff Jabot wieder mit dem Freistoß, Olesen und Leert Pagwada über Florian Kainz, der gut durchsteckt zu Luca Waldschmidt, aber er nimmt den Ball leider nicht mit. Dennis Usimbasic kriegt den Ball ebenfalls nicht und somit Osnabrück, der den Ball erstmal sicherheitshalber ins Ausschießt. Und somit gibt es jetzt hier den nächsten Einwurf über die rechte Seite für unseren, ja, für unsere Nummer 2, Benno Schmitz. Also Benno Schmitz jetzt hier mit dem Einwurf. Langer Ball Richtung Davy Selke. Wieder Luca Waldschmidt. Wieder Benno Schmitz. Und Timo Hübers. Luca Waldschmidt. Ja, geht da gut rein. Und jetzt ist es zu viel vom VfL Osnabrück. Und der Dieb, ja, der Osnabrücker Fans beschweren sich natürlich, weil sie sagen, davor war auch ein Foul und jetzt pfeift das für den FC. Aber ich fand persönlich, dass das Foulspiel vom VfL Osnabrück ein Ticken zu hart war gegen Luca Waldschmidt. Das war meiner Meinung nach ein Zweikampf und das war dann am Ende ein Foulspiel. Muss man ganz klar sagen, auch wenn ich die Osnabrücker da auch verstehen kann. Ich würde selber auch, ja, wie gesagt, ausrasten, aber es ist so. Muss man ganz klar sagen. So, Sportschau-Experte Bastian Schweinsteiger. Gerade auf, ja, das erste am Sprechen. Oder gerade, ja, über diese Szene bestimmt besprochen. Wie gesagt, ich habe den Kommentator hier aus. Deswegen höre ich natürlich nicht, was Bastian Schweinsteiger jetzt gerade sagt. Leert Pagwada wieder. Über Jabot. Immer noch Jabot. Wieder gut auf Leert Pagwada. Florian Kainz. Immer noch Florian Kainz, jetzt vielleicht die nächste Flanke und dann, naja, hat er überlegt und geguckt und dann hat er vergessen zu flanken und somit der Ball wieder bei dem VfL Osnabrück. Ja, da hat es richtig gesehen, er war so richtig vorbereitet, hat so richtig Bock gehabt und dann, ja, Ball vergessen zu schießen.
Und dann war es das wieder. Jetzt wieder der VfL Osnabrück. Jetzt wieder Dennis Husin-Basic. Und Marvin Schwäbe. Wieder Timo Hübers. Wieder Jabot. Jabot wieder auf Lea Paguada. Wieder Jabot. Und Timo Hübers. Wieder auf Olesen. Matthias Olesen, Benno Schmitz. Ja, beim FC sieht man auch, sie überlegen, wo ist die Lücke beim VfL Osnabrück. Stand jetzt haben sie die noch nicht gefunden. Wieder Jabot, wieder auf Lea Paguada über die linke Seite. Wieder Paguada, Florian Kainz, aber auch er verliert den Ball jetzt. Aber ja, Paguada kann den Ball zurückerobern, sehr, sehr stark. Und jetzt hier gut auf Waldschmidt, Luca Waldschmidt mit der Schusschance, Davy Selke wieder der Keeper dazwischen. Ah, schade, da rutscht er eben auch nicht durch, das ist das Problem. Schade, hätte er ja auch einfach mal durchrutschen können. Das wäre nicht schlecht gewesen, hier sehen wir es, Luca Waldschmidt und dann, ah, wäre vielleicht auch Davy Selke im Abseits gewesen. Aber beim DFB-Pokal, zumindest in der ersten Runde, gibt es ja auch keinen Videobeweis. Also von daher, wenn es am Ende der Linienschiedsrichter nicht sieht, dann... Immer wie das immer angeht, Leute. Aber so wissen wir wenigstens, dass es funktioniert. Ne? Muss ja Vorteile haben. So, aber das geht irgendwie, wenn ich die Tastensperre vom PC wegmache, dann geht irgendwie komischerweise das Ding an. So, jetzt springen nochmal alle Osnabrücker wieder hoch. Aber für mich war das jetzt auch nichts. Also er läuft halt einfach, ja, Hübers um. Also meiner Meinung nach kein Foulspiel. Zumindest nicht von Hübers. Also... Das ist mal ganz klar. Jetzt erstmal Florian Kainz wieder über die linke Seite. Ja, noch gut 30 Minuten, gut eine halbe Stunde rum. Wie gesagt, das Unentschieden geht eigentlich in Ordnung. Beide Mannschaften, ja, also Köln eigentlich schon noch mit einer besseren Möglichkeit zurzeit. Also die haben schon gute zwei Möglichkeiten gehabt durch zweimal Davy Selke. Aber der VfL Osnabrück macht das bis jetzt auch nicht schlecht. Jetzt nochmal eine Möglichkeit für den FC, Benno Schmitz. Aber der schießt, uiuiuiui. Der schießt mal komplett... in die andere Richtung gefühlt vom Tor. Dein Komon FC seit 1948 ist fake, hä? Erster FC Köln, was? So, jetzt nochmal der VfL Osnabrück wieder. Boah, dann macht der Keeper sowas sehr, sehr spannend. Davy Selke geht da gut dazwischen. Allerdings nicht mit dem, Glück, dass er am Ende an den Ball kommt. Und somit erstmal wieder der VfL Osnabrück über die freie rechte Seite jetzt. Also da ist ja jetzt mal gar keiner. Jetzt durch die Mitte, Olesen dazwischen. Ja, jetzt kriegt der FC den Ball irgendwie nicht so wirklich raus. Jetzt haben sie es. Aber der VfL Osnabrück bleibt weiter im Ballbesitz. Jetzt erstmal wieder der VfL Osnabrück. Immer noch der VfL Osnabrück, wieder ganz normalen Spielaufbau. Gut eine halbe Stunde, wie gesagt, gespielt. Und klar, der FC natürlich mit besseren Aktionen vorne, glaube ich, also würde ich schon so sagen. Wie gesagt, schreibt auch gerne eure Meinung zu der ersten halben Stunde rein in die Kommentare oder in den Live-Chat vielmehr. Jetzt gibt es hier die zweite gelbe Karte in der Partie, diesmal allerdings für einen Kölner, glaube ich, oder? Oder auch für Osnabrück. Gucken wir nochmal rein. Ich habe die Szene jetzt nicht gesehen. Ne, für einen Osnabrück-Spieler gegen Benno Schmitz. Ja, und auch die hat er sich verdient. Der Ball ist weg und geht dann gegen Benno Schmitz ran. Also von daher, ja, zu Recht die zweite gelbe Karte für den VfL Osnabrück. Florian Kleinhansel. Mit der nächsten gelben Karte für den VfL Osnabrück. Und somit der FC jetzt hier mit der Standardsituation für Florian Kainz. Allerdings auch noch relativ weit weg vom Kasten.
der Osnabrücker, aber es kann auch eine gute Hereingabe werden. Und von daher auch da eine Möglichkeit natürlich für den FC. Florian Kainz. Mit der Hereingabe, die kommt sehr gut. Da ist Davy Selke. Ja, Erik Mattel auch nochmal mit dem Schuss. Und am Ende ist der Keeper wieder dazwischen. Und somit müsste es ja hier die nächste Ecke geben. Hier sehen wir es. Gute Hereingabe. Hier Davy. Ah, nee, war gar nicht der Keeper dran. Gibt keine Ecke, denn es war der Pfosten am Ende. Ui. Ja, da wackelt der Pfosten. Also, der Keeper wäre da tatsächlich gar nicht dran gewesen. Wenn das noch einen Ticken rüber, dann wäre er vielleicht sogar reingeflogen. Also mit keine Ecke natürlich, klar. Ich dachte aber erst, der Keeper wäre dran gewesen. Aber das war dann am Ende doch nicht. Ich immer mit meiner Torhymne. Ich will die unbedingt spielen, Leute. Aber leider darf ich noch nicht. So. Timo Übers. Ich will die unbedingt spielen. Leider darf ich sie noch nicht spielen. Denn noch ist kein Tor gefallen. Für unseren ersten FC Köln. In der 34. Spielminute. So, aber was leer gegangen ist, ist tatsächlich mein Getränk. Deswegen müssen wir da nochmal was auffüllen. So. Nochmal neue Ladung dafür, dass wir hier nochmal kommentieren können. So. Und nochmal was trinken, ganz wichtig. Also für alle, die schon was zu oder noch was zu trinken haben, Leute, Prost. Denn der VfL Osnabrück spielt gerade die Bälle. Ja, oh, und da seid ihr wieder runtergefallen. Kurz Gehirnerschütterung gehabt, so ein Ding ist das. So, und jetzt vielleicht Luca Waldschmidt mit der Möglichkeit. Ja, jetzt wird er doch zu Fall gebracht, jetzt wieder Dennis Uzunbasic, wieder Benno Schmitz. So, jetzt steht ihr wieder, wunderbar. Jeff Jabot, wieder Lea Paguada, jetzt vielleicht Luca Waldschmidt. Ja, wie gesagt, bei ihm sieht man gute Ansätze, aber leider bringt es jetzt noch nicht so viel in dem Spiel. Aber ich glaube, dass der Junge auf jeden Fall noch ein Tor macht. Da habe ich irgendwie schon Vertrauen zu. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er eben noch eine Bude macht. Er ist erstmal wieder Erik Martel. Erik Martel. Ja, und wieder gut dazwischen gegangen in Form VfL Osnabrück. Benno Schmitz somit jetzt wieder mit dem Einwurf über die rechte Seite. Ja, wie gesagt, Benno Schmitz macht das bis jetzt nicht schlecht. Oder allgemein der 1. FC Köln. Es fehlt halt leider das erste Tor so ein bisschen. Um so ein bisschen den Türöffner zu machen. Oder den Türöffner zu finden vielmehr. Luca Waldschmidt mit dem nächsten Flankenversuch. Aber auch der geht erstmal noch nicht gefährlich zum VfL Osnabrücker Keeper. Oder zumindest zum Tor. Jetzt erstmal wieder Benno Schmitz. Wieder Olesen, wieder Schmitz. Und wieder Matthias Olesen. Und das müsste Einwurf für Köln geben, ja. Auch wenn da die Osnabrücker, die regen sich immer wahnsinnig drüber auf. Finde ich echt lustig, wenn die sich so drüber aufregen. Jetzt erstmal wieder Luca Waldschmidt mit der nächsten Flanke zu Davy Selke. Aber auch er kann bis jetzt noch nicht das Ding machen. Er hat ja auch schon sehr oder schon gute Chancen gehabt. Aber bis jetzt hat er noch nicht so wirklich was draus machen können. Jetzt aber erstmal der VfL Osnabrück mit ganz viel Platz. Sehr, sehr schön gespielt. Und jetzt geht der Ball ins Tor. Aber es ist abseits. Es ist abseits. Gott sei Dank. Wir schauen drauf. Ein sehr guter Spielfluss hier vom VfL Osnabrück. Und dann ist er deutlich im Abseits. Ja, also wenn er das nicht sieht, der Linienschiedsrichter, dann weiß ich es aber auch nicht. Also das war deutliches Abseits. Also wenn er das nicht gesehen hätte, dann ja, hätte er seinen Beruf verfehlt und hätte irgendwie was anderes machen müssen. Definitiv. Das wäre absolut lost gewesen. Aber gut, er hat es ja gesehen direkt und hat somit auch direkt die Fahne gehoben. Und somit alles richtig gemacht. Jetzt wieder hier ein Foulspiel vom VfL Osnabrück an Luca Waldschmidt. Ja, sieht aber schon, ne, sieht doch noch nicht die Gelb. Okay, ich dachte, er sieht jetzt hier die nächste gelbe Karte. Also verdient hätte er sie auf jeden Fall. Nach dem Tackling hätte er sich nicht beschweren dürfen. Aber gut. 38. Spielminute und der FC mit der nächsten guten Standardsituation. Also wie gesagt,
Der FC könnte hier schon 1-0 führen, das wäre nicht unverdient. Und der VfL Osnabrück dürfte sich auch nicht beschweren, muss man ganz klar so sagen. Wie gesagt, der Osnabrück war eigentlich so, wie gesagt, von der 15 bis zur 20 Minuten waren sie besser. Definitiv hatte der FC ein bisschen Probleme. Aber jetzt hat der FC es eben wieder in seiner eigenen Hand. Und somit ja wieder mit der nächsten Freistoßposition. Allerdings diesmal auch wieder weit weg vom Osnabrücker Tor. Aber vielleicht passiert da ja noch was. Und jetzt war es abseits von Davy Selke. Und Osnabrück hat ein bisschen was zum Abbrennen gefunden. Hier sehen wir es ja auch, das ganz klare Geschichte. Davy Selke sehr, sehr weit im Abseits und somit vollkommen die richtige Entscheidung. Hier sehen wir unseren Cheftrainer Steffen Baumgart. Jetzt wieder ein langer Ball vom VfL Osnabrück. Aber Lea Pagwada ist da und kann das Ding erstmal eigentlich entschärfen. Jetzt aber irgendwie doch nicht, weil er den Zweikampf verliert. Jetzt wieder der VfL Osnabrück und da will er den Elfmeter haben. Das ist ja absolut lächerlich. Ja, Lea Pagwada fragt nochmal nach, warum das kein Foulspiel war. Weil er sagt, er wurde klar geschoben. Und klar, bei dem Tempo fällt es eben auch schnell. Aber gut, er hat weiterspielen lassen. Aber das ist kein Elfmeter beim besten Willen gegen Jeff Jabeau. Und somit geht es jetzt hier weiter mit Ballbesitz für den ersten FC Köln. Mit Lea Pagwada. Wieder Timo Hübers. Auf Benno Schmitz. Wieder Timo Hübers. Wieder Jabeau. Schöner Ball auf Luca Waldschmidt über die linke Seite. Luca Waldschmidt mit der nächsten Flanke. Da ist Davy Selke. Dennis Husinbasic kommt da auch nochmal dran. Aber sie kriegen eben nicht diese gute Position hin, dass sie da eben abschließen können. Aber der FC bleibt weiterhin im Ballbesitz durch Erik Martel und eben Jeff Jabeau. Wieder Erik Martel, wieder Timo Hübers. Und jetzt Benno Schmitz mit der langen Hereingabe. Jetzt vielleicht. Nee, der Keeper ist da. Schade. Und somit immer noch keine allzu gefährliche Torchance, obwohl der FC ja wie gesagt zwei schon gute Möglichkeiten hatte, hier das 1-0 zu erzielen. Einmal wie gesagt durch Davy Selke und das andere durch Luca Waldschmidt. Jetzt nochmal ein langer Ball. Wieder Jabeau dazwischen. Und wieder Erik Martel. Also nur noch 5 Minuten, dann ist hier tatsächlich schon wieder Halbzeit. Und es steht weiterhin noch 0-0. Also es wird eine enge Partie. Das, was wir alle auch gedacht haben eigentlich. Wir haben uns ja eigentlich erhofft, klar, dass es hier ein einfacher Rutsch geht. Aber ja, wie gesagt, es ist doch eher eine sehr, sehr schwierige Partie für unseren ersten FC Köln gegen den VfL Osnabrück in der ersten DFB-Pokalrunde. Jetzt wieder Dennis Husinbasic. Und wieder Erik Martel, Jeff Jabeau, wieder Florian Kainz. Immer noch Florian Kainz. Wieder Erik Martel. Wieder Jabeau. Lea Pagwada mit der nächsten Flanke. Ja, da kommt der FC erstmal nicht dran. Jetzt vielleicht, jawohl, schön von Luca Waldschmidt. Der lässt auch einfach mal einen abziehen. Aber am Ende geht der Ball deutlich über den Kasten vom VfL Osnabrück. Und somit wieder der Ballbesitz beim VfL Osnabrück. Mar Wolf, sei gegrüßt, freue mich, dass du hier bist. Genauso wie Perry, Gabriel, 13, sei gegrüßt, freue mich, dass du hier bist. So, jetzt erstmal wieder der VfL Osnabrück über die rechte Seite. Ja, Timo Hübers kriegt das Ding nicht ganz entschärft. Jetzt allerdings im zweiten Gang kriegt das richtig gut entschärft und somit wieder Ballbesitz für den FC. Erik Martel wieder auf Lea Pagwada über die linke Seite jetzt. Ja, der FC muss irgendwie über Konter kommen, anders wird es schwierig sein, VfL Osnabrück irgendwie gefährlich zu werden. Gut 42 Minuten jetzt gespielt. Wieder Jabeau. Wieder Florian Kainz. Und wieder Lea Pagwada über die linke Seite jetzt. Luca Kilian, schön sich durchgesetzt hier. Schöne Flanke in den 16er. Da ist Dennis Husinbasic, wieder Benno Schmitz. Benno Schmitz! Benno Schmitz! Da haut er einen raus. Und es steht 1-0 für unseren ersten FC Köln. Oh.
Himmel steht, dann schon mal parat, um aufs Heck durch die Stadt und jeder hätte gesagt, dann schon mal parat und mal trägt durch die Stadt und jeder hätte gesagt, Kölle, Alarm, Alarm, Kölle, Alarm. La 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 la. Spielminute. Tor für unseren ersten FC Köln. Rewe präsentiert das 1:0. Und Torschütze war der Spieler mit unserer Nummer 2, Benno Schmitz. Was für ein Traumtor. Geiles Ding von unserer Nummer 2, Benno Schmitz. Sehr, 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 sehr stark. So, und jetzt gibt's hier noch die Anzeigetafel natürlich, ohne dass das Handy am besten wieder runterfällt. So. Gehen wir mal gerade einmal up. Jetzt war ich zu schnell. So, 1:0 für unseren ersten FC Köln. Kurz vor der Pause, zumal das eben auch sehr, sehr wichtig ist, dass es, wie gesagt, auch vor der Pause eben passiert ist. So, jetzt muss ich wieder mein Handy halbwegs wieder gut hinstellen, sodass das nicht umfällt am besten. Sehr gut. So, nee, das ist noch schief. Das gefällt mir so nicht, Leute, das gefällt mir so nicht. Aber das Ergebnis, das gefällt mir. Und zwar sehr, sehr gut gefällt mir das. So. Also. So kann es doch weitergehen. 44. oder jetzt gleich die 45. Spielminute und der FC, wie gesagt, führt hier mit 1:0 durch ein Supertor von Benno Schmitz. Ja, wie gesagt, wenn es eben spielerisch nicht so klappt, dann muss man eben einfach mal einen raushauen und das hat eben unsere Nummer 2, Benno Schmitz, jetzt gemacht. 2 Minuten gibt's nochmal oben drauf, jetzt allerdings nochmal der erste FC Köln mit Florian Kainz über die linke Seite und kaum habe ich es ausgesprochen, hat er den Ball verloren und so wird Osnabrück jetzt hier nochmal im Konter. Aber auch das kriegen sie erstmal nicht gut ausgespielt, denn der FC geht direkt wieder auf ihre Positionen zurück. Jetzt allerdings nochmal eine Seitenverlagerung über die rechte Seite. Benno Schmitz, der ist sehr stark, sehr, sehr starker Zweikampf. Olesen marschiert und verliert den Ball. Ja, schade. Aber Dennis Susimbasic, Ball gespielt, weiter geht's. Und jetzt macht er viel mehr als es ist und da rastet der aus. Und jetzt gibt's hier nochmal eine gelbe Karte. Aber meiner Meinung nach müsste es auch eine gelbe Karte für den VfL Osnabrück-Spieler geben, denn er macht viel mehr draus, als es am Ende war. Also muss man wirklich sagen, Jabot, klar, okay, und jetzt, jawohl, wunderbar. Genauso sieht's aus, gelbe Karte auch für den VfL Osnabrück. Denn er macht am Ende das Ding heiß. Wenn er am Ende nicht da sich so teletralisch, guck mal, wie der sich aufregt. Also auch wenn, gut, auch Jabot sehe ich gerade in der Wiederholung, drückt ihn extra runter. Auch das ist absolut unnötig, Jeff Jabot. Hast du nicht nötig, muss nicht sein. Und wie gesagt, wenn du auf ihn fällst, alles gut, das passiert im Fußball, aber extra noch runterdrücken, wie gesagt, da hat auch Benno Schmitz, sondern Jeff Jabot seine gelbe Karte redlich verdient. Aber wie gesagt, auch der Osnabrück-Spieler. So, also beide nochmal gelbe Karte, das heißt in Summe 3 für den VfL Osnabrück und die erste für den ersten FC Köln, wie gesagt, für Jeff Jabot. Und es gibt hier den Freistoß für den VfL Osnabrück und somit nochmal kurz vor der Halbzeitpause nochmal Gefahr, denn das ist eine zentrale Freistoßposition und somit eine gefährliche Freistoßposition für den VfL Osnabrück und somit Gefahr. Auch wenn der Ball einen Ticken weiter weg ist als das letzte Mal, aber auch der kann, wie gesagt, gefährlich werden. Jetzt ist die Frage, wer macht es? Okay, der Ball, okay, alles ungefährlich. Also das war jetzt wirklich ganz weit weg, der Ball und somit keine Gefahr. Hier sehen wir es nochmal, das schöne Tor von Benno Schmitz, wirklich ganz stark. Schön von Dennis Susimbasic vorbereitet, hingelegt auf das Silbertablett und ja, Benno Schmitz macht Gold draus. Und somit gibt es jetzt hier
die Halbzeitpause. Ja, der FC, wie gesagt, führt meiner Meinung nach trotzdem auch verdient mit 1:0. Denn wie gesagt, der FC hatte vornehin natürlich die besseren Möglichkeiten als der VfL Osnabrück. Und somit geht es auch verdientermaßen in die Halbzeitpause mit 1:0 für unseren ersten FC Köln. Schreibt unbedingt auch eure Meinung natürlich in die Kommentare. Würde mich mal sehr interessieren. Und ich muss jetzt hier tatsächlich meine... sondern ich muss das jetzt wieder leiser machen, weil da ist nämlich Werbung tatsächlich mittendrin. Mann, YouTube, die machen wieder Werbung. So ein Ding ist das. Mega, ja, ein Hammer-Tor, definitiv. Ja, wie gesagt, jetzt eigentlich noch ein zweites dann in der zweiten Halbzeit, dann bin ich absolut zufrieden. Also mehr brauchen wir nicht. Dann wäre ich absolut hochzufrieden. So, jetzt machen wir gerade nochmal tonmäßig, okay, das läuft. Gut, alles klar. So. So, Leute, also wie gesagt, schreibt gerne mal eure Meinung zu der ersten Halbzeit rein. Also ich bin jetzt tatsächlich mit dem Tor natürlich sehr zufrieden mit meinem ersten FC Köln. Denn ja, das ist ja das eigentlich, was noch gefehlt hat. Ne? Gerade jetzt am Anfang der ersten Halbzeit, dass... ja, wie gesagt, das Tor, weil, wie gesagt, du kannst am Ende gut spielen, du kannst am Ende auch gute Möglichkeiten herausspielen, aber am Ende musst du eben auch mal treffen und das hat der FC, wie gesagt. Was ist das für ein freshes Zimmer? Ja, danke dir. Ja, ich habe mich hier ein bisschen eingelebt, muss man ja ganz klar sagen, denn ich habe ein bisschen was mitgebracht von zu Hause, denn ich wusste ja, dass ich ja auch hier livestreamen werde und deswegen, ja, wollte ich hier natürlich mich auch ein bisschen einleben und ja, da muss natürlich auch FC-mäßig was dabei sein, ist ja ganz klar. Na, ist ja ganz klar. Wohnzimmer Atta, ja. Zweites Tor Benno für den FC, einfach seit er hier ist, ja. Und was für ein Tor, ne? Das erste war ja auch so ein, ja, einfach mal so ein Hauruck-Tor. Und das, ja, jetzt das zweite Jahr genauso. Also schon sehr, sehr cool, definitiv. Schon sehr, sehr cool. So, Fabi, sei gegrüßt. Freue mich, dass du hier bist. Der Tim ist auch am Start. Sei gegrüßt, mein Lieber. So, den A3610 und der... Und dann das zweite Traumtor, ja, auf jeden Fall. Ufa, sei gegrüßt, freue mich, dass du hier bist. So, der Ian ist auch am Start. Warum bist du nicht nach Köln gezogen? Weil ich mich hier, also jetzt, ich bin ja jetzt gerade im Urlaub, aber ne, da, wo ich eben wohne, da fühle ich mich einfach wohl. Und deswegen, wie gesagt, ich bin auch gerne in Köln, aber wie gesagt, ich fühle mich einfach da, wo ich groß geworden bin, eben auch zu Hause. Und deswegen bin ich da auch geblieben. So, gerade noch hier, da kam nämlich noch eine Frage rein. Wann bist du nochmal im Stadion? Ich bin im Stadion gegen Mainz und gegen den FC Augsburg. Wo bist du im Urlaub? In Holland. Benno Fußballgott, genau, Ufa, so sieht's aus. So sieht's aus, FC Köln, genau. Sehr gut. FC Köln, 48, sei gegrüßt, freue mich, dass du hier bist. Gibt's da nice Chicken Chicks im Urlaub? Ja, Lennart. Hm? Die können aber nur Holländisch, hör mal, das ist ein bisschen schwierig. So, was ist dein Tipp für die zweite Hälfte? Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir jetzt, wie gesagt, das zweite Tor noch nachlegen können. Und dann, wie gesagt, einfach ganz entspannt 2-0, das war ja auch mein Tipp, dann eben in die zweite Pokalrunde einziehen. Das wäre halt so mein Traum, ne? Das wäre halt wirklich cool. Weil das wäre wirklich nice, muss man einfach sagen. Ne, ich habe jetzt keinen Bock auf Verlängerung oder Elfmeterschießen. Ja, muss nicht unbedingt sein. Ne? Wie gesagt, wenn andere Vereine drin sind, das ist eigentlich ganz cool, wenn die dann in die Verlängerung müssen. Ne? Also das schaue ich mir dann gerne an, aber mein eigener Verein muss jetzt nicht unbedingt in die Verlängerung rein. Denn wir haben ja auch gerade jetzt nächste Woche Samstag um 18.30 Uhr ein schweres Spiel gegen den BVB. Also von daher brauchen wir ja auch noch ein bisschen die Kräfte. Benedikt, sei gegrüßt, der Hassan ist auch am Start. Sei gegrüßt, freut mich, dass du hier bist. Kannst du kein Holländisch? Nee, kann ich nicht, tatsächlich. Kann ich nicht. Aber ja, ich spreche hier einfach Kölsch, das klappt auch ganz gut. Also, Holländisch ist ja auch ein bisschen Kölsch mit drin, tatsächlich. Also ein bisschen ist da schon ein bisschen Dialekt drin. So, hallo Herr Niklas, liebe Grüße aus Halfa, Markus und Gudi. Ja, sei gegrüßt, freut mich, dass du hier bist. Schöne Grüße zurück. So, mein Handy macht wieder einen Abgang, sehe ich gerade. Warst du bei der Saisoneröffnung? Hab dich nicht gesehen. Ja, Lennart, ich war sogar bei der Saisoneröffnung und ich habe sogar tatsächlich einen Vlog rausgehauen. Also schau gerne mal auf YouTube vorbei. Kannst du jetzt auch gerade die Halbzeit nutzen dafür. Da habe ich auch einen Vlog gemacht.
Also wie gesagt, ich war auf jeden Fall da. Schade, dass wir uns nicht gesehen haben, aber vielleicht nächstes Jahr. Oder vielleicht sogar, wenn ich im Stadion bin. Wie gesagt, gegen Augsburg und Mainz bin ich ja im Stadion. Also von daher, ja, vielleicht sieht man sich ja dann da. So. Gehst du pumpen? Nee, ich gehe nicht pumpen. Ich habe jetzt keinen. Ich gehe eigentlich jeden Tag, von Montag bis Freitag, gehe ich pumpen und zwar auf der Baustelle. Jedes Mal so, ja, 12,5 Liter Eimer. Die pumpe ich dann immer, aber sonst, jetzt im Fitnessstudio bin ich jetzt nicht angemeldet. Hi Niklas, mein Tipp ist 3-0 für den FC. Super tolles Tor von Benno Schmitz. Definitiv 3-0 würde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool finden. Gerade jetzt, ja, noch zwei weitere Tore. Das fände ich nice. Das fände ich richtig nice. Aber ich wäre ja auch schon mit einem 2-0 zufrieden, muss ich auch ganz klar sagen. Geiles Tor von Benno, auf jeden Fall. Wie siehst du Waldschmidt bis jetzt? Ja, wie gesagt, er gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Auch Lea Paguada gefällt mir heute sehr, sehr gut. Bei den Testspielen hat er ja noch so ein paar Sachen gehabt, wo ich gesagt habe, naja. Aber heute ist er wirklich sehr, sehr gut drauf und der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und Luca Waldschmidt, wie gesagt, bei ihm fehlt halt eben noch so das kleine bisschen. Er ist gerade auch vorne im Sturm sehr aktiv. Aber wie gesagt, er hat bis jetzt leider noch nicht so viel Glück gehabt im Spiel. Aber vielleicht kommt das ja gerade zur Hälfte 2, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn er da auf jeden Fall vielleicht das ein oder andere Tor noch für den 1. FC Köln machen kann. Bist du dann in der Südkurve? Nein, leider nicht. Ich bin nicht in der Südkurve. Ich bin in dem Ostblock. O2 müsste das sein. Und genau. Also leider nicht in der Südkurve. So, ich mache ja dann auch immer einen Stadionvlog. Und das ist ja gerade auch in der Südkurve nicht so gerne gesehen, weil man da eben auch voll den Fokus auf den Support legen soll. Ich meine, ich supporte ja auch so auf dem Blog oder im Blog. Ich habe ja nicht immer nur mein Handy in der Hand. Wie gesagt, ich akzeptiere das, dass die Ultras das nicht so gerne sehen. Und deswegen muss ich ja dann auch nicht unbedingt provokant irgendwie im Blog stehen mit einer Kamera. Muss ja nicht. Ne? Wie gesagt, es gibt ja auch noch verschiedene Blöcke, wo man sich hinsetzen kann oder hinstellen kann, wie auch immer, um am Ende Videos aufzunehmen oder einen Vlog aufzunehmen. Und von daher muss ich ja nicht unbedingt dann in die Südkurve rein. Und genau. So, wie geht's dir? Luca, mir geht's sehr gut. Also FC führt 1-0, von daher alles wunderbar. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir das jetzt gut über die Bühne kriegen. Wie alt bist du? Ich bin 24 Jahre alt, David. Hast du mitbekommen, mit Córdoba ist ein Gerücht und ein Transfer? Nee, habe ich gar nicht mitbekommen, Ufer. Das ist gerade wirklich bei mir komplett vorbeigegangen. Er war ja letzte Saison auch schon ein Thema beim 1. FC Köln. Zumindest hatte ich da zumindest ein Video aufgenommen gehabt. Da war ich auch genau in der Zeit auch im Urlaub. Aber das habe ich tatsächlich jetzt noch gar nicht so wirklich wahrgenommen tatsächlich. Wäre auf jeden Fall sehr interessant. Hast du einen Ernährungsplan? Nein, tatsächlich nicht, Lennart. Ich habe jetzt keinen wirklichen Ernährungsplan. Wie viele Trikots hast du voll FC und verschenkst du welche? Also verschenkt habe ich bis jetzt noch keine. Meistens die mir nicht gepasst haben, haben dann meistens die Spieler unterschrieben. Ja gut, ich habe von Saison 2010 fast, also was heißt fast, ich habe alle Trikots dann, alle Heimtrikots und zwischendurch kamen ja noch Karnevalstrikots dazu, dann auch mal Jubiläumstrikots. Ich habe ja, wie gesagt, von 2018 hat mein Jubiläumstrikot, meine ich, 75 Jahre und jetzt, nee, gar nicht wahr, 65? Nee, hä? Ich habe auf jeden Fall zwei Jubiläumstrikots. So, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, welches Jahr das war, ob das 75 oder 70 war, ich weiß es gar nicht mehr. Deswegen, aber wie gesagt, die zwei Jubiläumstrikots, die es gab, habe ich ebenfalls. Also ich denke mal so, Pi mal Daumen werde ich so knapp 30, 36 Trikots haben ungefähr vom 1. FC Köln. So, weil wie gesagt, da ja auch noch jede Menge Karnevalstrikots, dann waren wir ja noch in der Europa League, in der Conference League, da habe ich ja ebenfalls noch Trikots von. Also von daher kommt man da, denke ich, schon so auf ja knapp 30, 36 Trikots ungefähr. So, aber wie gesagt, ich kann sie gerne mal zählen, dann wenn ich wieder zu Hause bin. Guckt dein Vater das Spiel nicht? Doch, wir haben unten auch noch einen Fernseher und da wird, wie gesagt, auch noch Fußball geschaut. Und genau. So, hast du einen Zweitverein? Tatsächlich gar nicht. Also klar, ich guck mal hier und da ein Spiel zum Beispiel von Schalke. Dadurch, dass mein Bruder ja Schalke-Fan ist, gucke ich dann automatisch mal mit. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Schalke mein Zweitliga-Verein ist. Nein, mein Zweitlieblingsverein ist. Ich habe eigentlich keinen wirklichen Zweitliga-Lieblingsverein. Also für mich zählt eben nur der 1. FC Köln. Und ja, deswegen, also für mich gibt es jetzt eigentlich wirklich keinen Zweitlieblingsverein. So, ich immer mit meiner Zweitliga. Passt ja auch, ne? Wenn man über Schalke spricht, Zweite Liga, zurzeit ist es ja so.
Hast du, also das habe ich schon vorgelesen, jetzt gehen wir nochmal runter. Und danke nochmal für die Autogrammkarten, die du mir zugeschickt hast. Ja, sehr gerne. Wie gesagt, freut mich, wenn ich euch damit auch eine Freude machen kann. Wie gesagt, bald kommt ja auch was Neues. Wie gesagt, ich hatte ja heute schon so eine kleine Story angezeigt. Ich will euch aber das noch nicht so wirklich zeigen, denn erstens sind wir noch gar nicht fertig. Und zweitens soll es eben auch noch weiterhin eine Überraschung sein, wie das Design am Ende aussieht. Aber wie gesagt, da wird auch noch ein Post dann kommen, wenn ich die dann auch habe. Und dann, wie gesagt, die gibt's allerdings leider nicht umsonst, sondern die müsst ihr dann halt kaufen. Aber der Preis ist wirklich sehr gering. Also von daher ist das auch kein Problem für alle, die dann sowas haben möchten. So, schauen wir mal. Kannst du alleine kochen? Also bis jetzt, Lennart, hat's ganz gut funktioniert. Bis jetzt bin ich noch nicht verhungert. Und von daher, ja, bis jetzt war das Essen auch sehr lecker, weil ich gekocht habe. Also von daher würde ich schon sagen, ja, ich kann kochen. So, jetzt zwar kein Fünf-Gänge-Menü, also ich werde jetzt hier nicht zum Meisterkoch, aber wie gesagt, zum Überleben reicht's. So, was glaubst du, kommt Kilian heute noch rein? Ja, mal eine gute Frage. Könnte ich mir schon gut vorstellen, aber wie gesagt, genau weiß man das auch einfach bei Steffen Baumgart auch noch nicht so wirklich. Aber von daher mal abwarten. Du siehst jünger aus, danke dir erstmal. Ja, wie gesagt, lieber das, als wenn man jetzt irgendwie hört, ja, du siehst aus wie, keine Ahnung, wie 35. Also von daher, ja, freut man sich natürlich, wenn man dann jünger aussieht oder allgemein auch jünger geschätzt wird. So, wie viele Tore schießt Selke diese Saison? Also ich hoffe tatsächlich, Mats, dass Davy Selke... ja, so 10, 15 Buden macht. Ne? Ich will jetzt auch nicht die Messlatte zu hoch legen, dass ich jetzt sage, irgendwie 20 Hütten. Aber so 10, 15 Tore würde ich schon erwarten von einem Davy Selke. So, aber schreibt gerne auch eure Meinung zu diesen Themen in die Kommentare, also in den Live-Chat rein, was ihr denn sagt, wie viele Tore zum Beispiel Davy Selke macht. Modest ist so ein Verräter. Ja, Luca, sehe ich genauso. Also wie gesagt, der braucht auch nicht irgendwie beim 1. FC Köln noch auflaufen. Wie gesagt, für mich ist der Junge Geschichte. So, Junge, was eine Hütte, aber trotzdem ist das Ding schwierig. Ja, auf jeden Fall, Jan. Also das Ding ist auch noch nicht durch. Wie gesagt, der FC muss weiterhin wachsam bleiben. Qualle, sei gegrüßt, freue mich, dass du hier bist. Bis jetzt sieht's gut aus, Qualle. Also, die Begegnung kann eigentlich kommen, Bielefeld-Köln. Wenn es jetzt so weitergeht, ist der FC in der nächsten Runde. Ich würde mich echt extremst drüber freuen, natürlich. Oder wenn es Bielefeld nicht wird, dann aber Viktoria Köln. Das fände ich auch cool. So ein Stadtduell im DFB-Pokal hätte auch was. Also das hätte auch was. Deswegen hatte ich mich tatsächlich auch gefreut, dass Bremen es nicht geschafft hat und am Ende Viktoria Köln es geschafft hat. Denn ja, so ein Stadtduell wäre auch was. Also wenn Bielefeld es nicht wird, dann Viktoria Köln. Das fände ich auch sehr wild. 24, da wird's langsam mal Zeit vor einer Dame an deiner Seite. Ja, wie gesagt, liegt ja nicht allein in meiner Hand. Aber da hast du nicht ganz unrecht. Kilian kommt nicht, schreibt einer. Im Sport Deutschland TV zeigen die mal drei dritte Liga FC Köln Handball Damen, okay? Okay. So, ihr braucht Modest und Poldi. Nee, lass mal, Marcel, lass mal. Ich gucke das Spiel, sehr gut. Ja, ich auch, Luca, ich auch. Ich habe auch gestern, wann habt Frankfurt nochmal gespielt? Gestern oder gestern haben die gespielt, ne? Gestern haben die, meine ich, gespielt. Das habe ich auch gesehen. Wie gesagt, das war ja wirklich auch ein Kantersieg, ne? Was findest du da, wie findest du das, dass der Jubiläumsschal auf eBay verkauft wird? Also ich fände es ja nicht schlimm, wenn er zu dem gleichen Preis verkauft wird, ja? Von den verschiedenen Leuten. Sie haben ja den Preis auch am Ende bezahlt und deswegen finde ich es eigentlich... nicht schlimm, dass sie ihn verkaufen. Was ich schlimm finde, ist, dass man ihn für so viel Geld verkauft und dass es wirklich auch noch Leute gibt, die so viel Geld ausgeben. Also das finde ich halt erschreckend. Das finde ich halt wirklich daneben, ne? Dass man daraus Gewinn macht für Sachen, die man ja selber gar nicht hergestellt hat, sondern das haben ja am Ende die Ultras gemacht. So, und das finde ich halt am Ende auch respektlos gegenüber die Ultras. Die Ultras verkaufen es für 10, 15 Euro, genauso wie heute diesen Fischerhut, verkaufen sie für 10 Euro und ich wette euch, mit euch, heute Abend ist dieser Fischerhut für 100 Euro drin und es gibt Leute, die kaufen sowas dann, ne, weil sie das als Andenken oder vielmehr als Sammelstück sehen und dann eben dafür auch die 100 Euro ausgeben und ich finde persönlich, dass es einfach zu teuer ist, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und jetzt sagt er hier mir nur noch 1 Minute 52, hat Instagram wieder die Zeitspanne gekürzt,
wieder nur eine Stunde, okay? Dann würde ich sagen, wir machen einen Zweiteiler draus, weil bevor das jetzt hier Ende ist, denn da habe ich gar keinen Bock drauf, gerade vor der zweiten Halbzeit, dann hat Instagram das wieder geändert, okay? Also, wie gesagt, bei YouTube gibt es natürlich nachher den Stream am Stück, aber hier muss ich leider jetzt gerade mal eine kleine Pause machen. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Niklas. Und ciao. Aber jetzt haben sie es wieder so geändert. Ja, finde ich nicht gut, aber egal. So, jetzt geht's weiter hier im Spiel VfL gegen den 1. FC Köln. So, und jetzt kann es wieder losgehen. Ich muss allerdings nochmal die GBL-Box wieder verbinden, denn auch das ist leider jetzt wieder weggegangen. So, nochmal gerade Bluetooth und nochmal verbinden. Und dann kann es hier weitergehen. Mit dem 1. FC Köln. Der Ball rollt auch wieder. Und somit herzlich willkommen mal wieder zurück. Also wie gesagt, bei YouTube gibt es den nachher dann am Stück, den Stream, zu sehen. Ja, wie gesagt, bei Instagram leider mit dem ersten und mit dem zweiten Teil. Aber ich denke mal, das ist auch nicht so schlimm. So, weiter geht's hier mit dem VfL Osnabrück über die rechte Seite. Wieder Marvin Schwäbe und es war auch vorher noch abseits vom Osnabrück-Spieler. Aber lieber jetzt in der Pause, dass es jetzt unterbrochen war, als während dem Spiel. Denn das wäre ja deutlich schlimmer gewesen. Als sag ich mal, Mann, jetzt fällt das wieder hin hier. Mann, 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 Leute, was ist das los? Was geht hier ab? Was geht hier ab? So, jetzt haben wir es wieder. Jetzt haben wir es wieder. So. So, alles klar, die Hymne ist wieder angemacht, es kann wieder losgehen, der FC kann auch das zweite Tor machen, da hätte ich gar nichts gegen, aber der VfL Osnabrück hat was dagegen, aber mal gucken. So, jetzt erstmal wieder der VfL Osnabrück über Benno Schmitz, der kann das Ding allerdings erstmal klären. Aber wie gesagt, das Ding hat auf jeden Fall Potenzial zum Tor des Monats, definitiv. Aber das Ding war schon sehr, sehr stark von Benno Schmitz. Was ist dein Tipp? Mein Tipp war tatsächlich ein 2:0 für unseren 1. FC Köln. Bis jetzt gilt der Tipp noch, also von daher, bis jetzt ist er noch realistisch. Schauen wir mal. Jetzt erstmal wieder Florian Kainz. Und wieder Olesen. Wieder guter Ball, auch Florian Kainz. Florian Kainz, schön abgelegt. Ja, Davy Selke nimmt sich da den Ball, aber am Ende wäre vielleicht Luca Walsch mit eine bessere Option gewesen. Aber okay, geht erstmal so weiter mit Erik Martel. Wieder auf Jabot. Jabot. Wieder Jabot. Auf Pagwada, wieder Jabot. Wieder auf Hübers. Und wieder guter Ball auf Lea Pagwada. Pagwada, schöner Ball auf Luca Waldschmidt. Luca Waldschmidt, ja, wird da zu Fall gebracht, aber war kein Foulspiel. Jetzt wieder Erik Martel auf Benno Schmitz über die rechte Seite. Schöne Flanke. Aber am Ende geht der Ball doch ins Aus, oder? Lea Pagwada, ja, kann sich den Ball noch zurückerobern. Aber am Ende legt er ihn eigentlich nur vor für den VfL Osnabrück. Und da holt er sich rein, sehr gut. Ja, auch von Baumgart kriegt er da Applaus. Dadurch, dass er sich da, wie gesagt, gut reinschmeißt. Und somit gibt es jetzt hier den Einwurf über die linke Seite für den VfL Osnabrück. Meinung zu Benno Schmitz im Allgemeinen. Ein guter Spieler, definitiv ein sehr guter Spieler. Nicht nur, weil er heute das 1:0 erzielt hat, was für ein Traumtor im Übrigen. Aber ja, wie gesagt, ein sehr, sehr guter Spieler für unseren 1. FC Köln. Und deswegen, also er ist auch erstmal Stammspieler, da kommt... Wie gesagt, kein anderer Rechtsverteidiger, auch den wir frisch verpflichtet haben, erstmal nicht ran. Fabio FC, sei gegrüßt, freue mich, dass du hier bist. So, jetzt erstmal wieder der VfL Osnabrück. Wieder ein langer Ball für den VfL Osnabrück. Benno Jeff Jabot dazwischen, Erik Martel, wieder Pagwada. Wieder Florian Kainz über links, der jetzt mal mit Platz marschiert, jawohl. Ja, jetzt verliert er fast den Ball. Jetzt kriegt er aber den Einwurf. Oder? Nee, er kriegt nicht den Einwurf, okay? Ich hatte jetzt gedacht, echt, der kriegt den Einwurf. Ja, Florian Kainz ist da nicht zufrieden. Entweder mit seiner Leistung oder mit dem Schiedsrichter. Eins von den beiden Sachen wird es sein. Jetzt wieder Osnabrück. Guter Doppelpass hier.
Ja, und jetzt marschieren sie hier durch die Mitte. Ja, Dennis Simbasic kommt da erstmal nicht dran. Und somit der Foul will aus Nabrück. Und dann ist das hier ein Foulspiel von Timo Hübers. Ja, sieht dafür auch die gelbe Karte. Also da steht es 3:2 immer noch für den VfL Osnabrück. Aber die zweite gelbe Karte für den ersten FC Köln. In dem Fall Tür für Timo Hübers. Jabot und Hübers, jeweils unsere Innenverteidiger. Also da ist die Wahrscheinlichkeit doch dann höher, dass vielleicht doch noch ein Luca Kilian kommt. Für die, die ja jetzt nicht noch gefragt haben, ob Luca Kilian kommt oder nicht. Wenn man zwei Innenverteidiger hat, die jeweils gelb belastet sind, könnte schon passieren. Aber jetzt kommt erstmal ja der Mann, der Vater geworden ist erst jetzt vor kurzem. Und zwar Sages Adamian. Aber jetzt erstmal eine gefährliche Freistoßposition hier für den VfB Osnabrück. Hey Niklas, kennst du mich noch? Natürlich kenne ich dich. Jetzt erstmal die gute Freistoßposition. Oh, Marvin Schwäber hat Probleme, den Ball zu fangen. Aber am Ende kriegt das dann doch hin. Ja, wir haben uns auf der Saisonöffnung gesehen. Natürlich kenne ich dich dann noch. So, Marvin Schwäbe jetzt mit dem Ballbesitz. Wieder Jeff Jabot auf Lead Pagwala. Wieder der Keeper vom VfB Osnabrück und ja, weitere. Hey, Niklas kennt. Ja, wie gesagt, ich kenne dich noch, klar, von der Saisoneröffnung. Wie fandest du das Tor eben von Benno Schmitz? Mega, mega, wirklich richtig stark. Habe ich gar nicht erwartet. Ich war wieder mal sehr überrascht, wie auch das letzte Klasse-Tor von Benno Schmitz. Er hat jetzt zwei Tore gemacht für den ersten FC Köln schon. Und das erste war ja auch überragend. Und auch da habe ich wieder geguckt und gedacht, boah, Wahnsinn. Oh, Mario Basler ist ebenfalls im Stadion. Sehe ich hier gerade. Der Mario Basler. Wie gesagt, auch öfters bei Sport 1 zu sehen, der Mario. Jetzt wieder der VfB Osnabrück über die linke Seite. Und jetzt kommt hier die erste Eingabe. Und da ist aber Timo Hübers eben auch noch da gewesen. Wichtig auch, dass er eben, wie gesagt, da war. Alina, sei gegrüßt, freue mich, dass du hier bist. Und jetzt, wie gesagt, gleich kommt hier Sages Adamian rein. Ich denke mal für Florian Kainz könnte ein Wechsel sein oder für Davy Selke. Ja, Davy Selke geht runter. Also wir bedanken uns in der 51. Spielminute von unserer Nummer 27, Davy Selke. Und neuen Spiel mit unserer Nummer 23, Sages Adamian. Also, Davy Selke, kein Tor im DFB-Pokal, zumindest in der ersten Runde nicht. Aber das hat ja Benno Schmitz für ihn gemacht. Aber jetzt, wie gesagt, Sages Adamian für ihn neu in die Partie. Wie gesagt, ist ja auch jetzt vor kurzem Vater geworden. Auch nochmal da herzlichen Glückwunsch an unsere Nummer 23, Sages Adamian. Und jetzt, wie gesagt, Florian Kainz. Immer noch Florian Kainz. Guter Ball zurück, oder auch nicht. Denn der Ball geht direkt wieder zu dem VfL Osnabrück. Und die können jetzt hier angreifen über die rechte Seite. Allerdings geht der Ball dann doch wieder eher in die Innenverteidigung und jetzt doch wieder auf die linke Seite. Jetzt wieder der VfL Osnabrück mit der nächsten Abschlussmöglichkeit. Aber den muss er mal von Benno Schmitz lernen. Das war noch nicht sauber. Oder vielmehr noch nicht wirklich wuchtig genug. Das, was Benno Schmitz da gemacht hat, war deutlich gefährlicher und ja auch deutlich effektiver. Ja, Davy Selke ist nicht zufrieden mit seiner Leistung. 53. Spielminute schon ausgewechselt zu werden, ist eben auch eine Zeit, die einem nicht passen kann als Stürmer. Also von daher, ja, nicht zufrieden mit sich. Jetzt erstmal wieder der VfL Osnabrück. Wieder Lead Pagwala und Jeff Jabot. Wieder auf Marvin Schwäbe. Timo Hübers. Immer noch Hübers. Wieder Benno Schmitz. Florian Kainz. Wieder auf Hübers. Timo Hübers. Marvin Schwäbe. Lead Pagwala wieder auf Jabot. Lead Pagwala. Ah, und jetzt verliert er den Ball.
Dadurch, dass Osnabrück eben auch sehr, sehr gut Druck macht. Florian Kainz, der Ball kommt auf Luca Waldschmidt und Luca Waldschmidt hat jetzt mal in der Zentrale Platz. Luca Waldschmidt marschiert, Luca Waldschmidt und jetzt fällt er und er sagt keinen Freistoß. Für den ersten FC Köln, es gibt den Freistoß nicht. Ja, Luca Waldschmidt ist auch ziemlich leicht gefallen, muss man da auch an der Stelle mal sagen. Aber schade, es wäre halt echt eine gute Freistoßposition gewesen. Und wie gesagt, Luca Waldschmidt wurde dann am Ende auch immer langsamer. Und zumal, wie gesagt, war dann auch eher die Möglichkeit vorbei. Aber schade, wie gesagt, den Freistoß hätte ich gerne genommen. Aber gut, für den Torhüter, oder nicht für den Torhüter, für den Schiedsrichter war es dann am Ende zu wenig. Jetzt nochmal Osnabrück. Jetzt erstmal wieder der Torhüter vom Osnabrück. Und jetzt wieder über die rechte Seite. Ja, gut durchmarschiert hier. Schöner Pass jetzt in die Mitte, in die Zentrale. Aber am Ende macht der erste FC Köln das auch wieder sehr, sehr gut. Wieder ein langer Ball von Marvin Schwäbe auf Sagesa Damian. Aber auch er kann erstmal noch nichts daraus resultieren. Erstmal wieder der VfL Osnabrück. Aber wie gesagt, der FC führt 1-0. Also dem FC läuft die Zeit ja nicht davon, sondern vielmehr dem VfL Osnabrück. Aber der FC, es wäre halt schon gut, wenn der FC hier noch das 2-0 macht, einfach, damit man einfach nochmal absicherungsmäßig was hat. Als wenn es jetzt hier am Ende wirklich auf diese Situation hier hinausläuft, dass der FC hier am Ende, ja, nur so ganz knapp das 1-0 hier macht. Oder verwaltet vielmehr. Das ist einfach brandgefährlich. Weil ich glaube, auch wenn der VfL Osnabrück hier noch das 1-1 macht, dann brennt auch wieder das Stadion und dann wird es eben extremst gefährlich in diesem Hexenkessel. Also von daher, ja, sollte man da auf Nummer sicher gehen und das 2-0 machen. Jetzt vielleicht mit Florian Kainz, guter Ball auf Luca Waldschmidt. Aber er ist auf, ja, er ist im Abseits. Und der Blick von Florian Kainz direkt zu Baumgart. Ja, Mensch, scheiße, was. Und das ist noch nicht mal Abseits gewesen. Das war gar kein Abseits. Also da hätte ich gerne die Linie gesehen und auch da das Foulspiel oder der Schubser, also der war schon, also der hat ihn so geschubst, den Luca Waldschmidt. Also da hätte man sich nicht beschweren dürfen, wenn es da einen Freistoß gegeben hätte. So, auch der VfL Osnabrück wechselt jetzt nochmal. Engelhardt kommt rein in die Partie. Also wie gesagt, da hätte sich der VfL Osnabrück auch nicht beschweren dürfen. Und Conte geht raus, der gelb belastete Spieler. Jetzt nochmal, wie gesagt, VfL Osnabrück im Ballbesitz. Aber abseits, da hätte ich gerne die Linie nochmal gesehen. Also, ich hätte jetzt nicht gesagt, also das eine mit dem Freistoß, da kann ich Luca Waldschmidt verstehen, dass er da den Freistoß sehen wollte. Und wie gesagt, jetzt die Abseitssituation, schwierig. Also, das sehe ich noch nicht so ganz. Aber okay, da hätte ich, wie gesagt, gerne die Linie gesehen, weil das war deutlich knapper als die letzten Abseitssituationen, die es davor gab mit Davy Selke und dem anderen Osnabrück-Spieler. Da waren die ja deutlich im Abseits, aber das war jetzt wirklich sehr, sehr knapp. Naja, sei es drum, der FC führt weiterhin 1-0. Und somit geht's hier sportlich weiter mit Benno Schmitz und Dennis Hussein Basic. Der kriegt den Ball allerdings erstmal noch nicht. Und somit erstmal Osnabrück hier im Ballbesitz. Wieder Osnabrück. Immer noch Osnabrück. Guter Ball über die rechte Seite. Immer noch Osnabrück und jetzt Jeff Jabot wieder auf Kainz. Schön, komm jetzt, Luca Waldschmidt, Sagesa Damian, lauf Junge, lauf. Aber er kriegt den Ball nicht und somit geht der Ball ins Aus und somit Abstoß für den VfL Osnabrück. Schade. Aber Luca Waldschmidt gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Gerade in der Zentrale ist er sehr aktiv und versucht da eben auch die ein oder anderen Steilpässe zu bringen. Bis jetzt leider noch glücklos. Aber wie gesagt, wir haben ja noch ein paar Minuten, gut 58 Minuten jetzt gespielt. Aber der VfL Osnabrück kommt hier über die rechte Seite nochmal. Aber auch da ist Dennis Simbasic da und von daher kann er das Ding erstmal wieder entschärfen. Einwurf jetzt für den VfL Osnabrück. Jetzt nochmal weiter in Osnabrück, guter Ball über die rechte Seite. FC steht jetzt tief in der eigenen Hälfte. Immer noch Osnabrück. Und am Ende ist der Ball im Aus. Benno Schmitz diskutiert da noch ein bisschen.
Düdelüt. Gib dir einen Ruck, mach doch Twitch. Ja, ich will ja eigentlich erstmal YouTube und Instagram machen, so ein bisschen. Also von daher, obwohl ich muss sagen, ehrlicherweise, dadurch, dass Instagram jetzt wirklich diese Zeit wieder so gemacht hat, dass man wieder nur eine Stunde streamen kann, das finde ich halt echt kacke. Gerade für Live-Kommentier-Streams ist das eben doof, wenn der Stream eigentlich 90 Minuten geht und nicht 60 Minuten, dass dann immer gefühlt Zweiteiler machen muss, das ist halt echt nervig. Und deswegen, also das finde ich jetzt tatsächlich bei Instagram wirklich doof. Das hatte man ja eigentlich erstmal geändert, dass man so viel streamen konnte, wie man wollte. Also man konnte ja 2 Stunden machen, 3 Stunden, nur 1 Stunde, nur 40 Minuten. So, das war dann eigentlich egal, aber sie haben es jetzt wieder geändert, dass man jetzt wieder nur 60 Minuten streamen kann. Und das ist halt echt irgendwie nervig. Deswegen, aber ich will eigentlich erstmal auf YouTube eben Livestream machen, weil du musst ja auch für Twitch natürlich auch Content haben, ne? Also deswegen, es ist ja nicht einfach, ich mache jetzt einfach mal Twitch, so, du musst ja auch eine Idee haben, was machst du denn auf Twitch, ne? So, jetzt aber erstmal wieder der 1. FC Köln mit Florian Kainz. Guter Ball auf Sagesat. Damian, kann er sich durchsetzen? Nein, leider nicht. Schade. Und es gibt am Ende auch nur den Abstoß für den VfL Osnabrück. Somit kann er sich leider nicht hier durchsetzen. Aber wie gesagt, du brauchst eben für Twitch auch Content, ne? Und das ist einfach das Problem. Und das habe ich eben noch nicht. Und deswegen, aber wie gesagt, wenn du Ideen hast, was man machen könnte, schreib's gerne. Schreib's mir gerne. Würde mich mal interessieren, was du dann, vielleicht hast du ja dann eine gute Idee, die man dann umsetzen kann. Leonie, sei gegrüßt, freue mich, dass du hier bist. So, jetzt kommt hier nochmal der VfL Osnabrück über die rechte Seite. Benno Schmitz muss dazu machen, die Flanke kommt. Boah, und dann Olesen da. Also, knapp. Das war knapp. Hier sehen wir es nochmal, macht dann am Ende es gefährlicher, als es eigentlich war. Hier sehen wir es. Und somit gibt's jetzt hier die geschenkte Ecke für den VfL Osnabrück. Hier sehen wir es eigentlich ungestört. Eigentlich, also weiß ich nicht, warum man den Ball so knapp am Tor vorbeiziehen muss. Aber egal, jetzt einfach nur die Ecke verhindern. Dann bin ich wieder ganz beruhigt hier. Schauen wir mal. Jetzt kommt hier die Ecke vom VfL Osnabrück über die rechte Seite. Dennis und Sebastian ist dazwischen, wichtig. Aber der VfL ist eben immer noch da. Und kann jetzt hier immer noch gefährlich vors Tor kommen. Benno Schmitz bearbeitet den sehr, sehr gut. Und somit gibt es jetzt hier die Befreiung für den FC. Aber der VfL Osnabrück flankt schon wieder fleißig in den 16er des FCs. Wieder Osnabrück. Immer noch Osnabrück. Jetzt guter Ball über die rechte Seite wieder. Nächste Flanke und wieder Timo Hübers dazwischen. Wieder die Ecke. Über die gleiche Ecke tatsächlich. Also wieder über die rechte Seite. Also wieder gefährlich für den 1. FC Köln in der 62. Spielminute. Wieder die Ecke, die kommt gefährlich rein. Wieder Hübers, der dazwischen geht. Aber Osnabrück eben auch weiterhin nochmal im Ballbesitz. Wieder der VfL Osnabrück. Jabot dazwischen. Jawohl, und Jabot kann das Ding am Ende entschärfen. Und es gibt am Ende den Abstoß. Hoffe, mit Selke ist nichts Schlimmes. Nee, eigentlich. Also ich wüsste jetzt nicht, was er hätte. Also er war jetzt eigentlich, FC-Stefan, er war jetzt eigentlich nicht wirklich verletzungsanfällig. Oder allgemein, jetzt hat er jetzt eigentlich nichts. Er war eigentlich eher frustriert irgendwie, dass er so früh ausgewechselt wurde oder vielleicht, weil er einfach auch seine Leistung heute nicht so auf den Platz bringen konnte. Weiß ich nicht. Also, obwohl ich ihn heute auch nicht schlecht fand. Er hat dann einfach Pech mit dem Abschluss gehabt bis jetzt. Oder heute einfach, ne? Deswegen, also, verletzungsmäßig hatte der jetzt eigentlich nichts. Zumindest ist mir jetzt nichts aufgefallen, ne? Muss ich dazu sagen. So, der FC wird auf jeden Fall nochmal wechseln. Die 18 und die 22 kommt rein. Die zwei Dänen, so wie es aussieht. Wieder Sagesat Damian. Wieder Florian Kainz. Also wieder die zwei Neuzugänge. Leer Pagwada, wieder auf Olesen. Immer noch Olesen. Also ich könnte mir vorstellen, dass Olesen den Platz räumt. Wieder Hübers. Wieder auf Jabot. Florian Kainz, wieder auf Pagwada.
Lehrt Pagwada mit Florian Kainz. Wieder Olesen. Wieder Timo Hübers auf Benno Schmitz. Benno Schmitz. Na gut, fände ich auch ganz cool, wenn er eingewechselt würde. Oder werden würde. Jetzt ist ein starker Pass hier vom 1. FC Köln. Luca Waldschmidt, was macht der denn? Was macht Luca Waldschmidt? Zieh doch in die Mitte, Junge, und dann zieh ab. Aber das, was er vorhatte, war komplett daneben. So, also unsere Nummer 11 geht runter. Unsere Nummer 11, in dem Fall in der 65. Spielminute. Wir bedanken uns bei unserer Nummer 11, Florian Kainz. So, und was ist jetzt? Sage Salamin, okay, wir müssen was trinken. Also, Florian Kainz geht runter. Und unsere Nummer 8, Dennis Husin-Basic, geht ebenfalls raus. Und neu in die Partie mit unserer Nummer 22, Jakob Christensen. Und mit der Nummer 18 kommt rein Rasmus Carstensen. Also wie gesagt, die zwei Dänen sind heute jetzt wieder mit dabei. Zwei Neuzugänge zumal. Also von daher zwei Neuzugänge und zwei Dänen. So ein Ding ist das. So, also weiterhin bleibt Olesen drin, okay. Hatte ich jetzt echt gedacht, dass Olesen rausgeht, aber er bleibt erstmal drin. Florian Kainz geht raus und wie gesagt, Dennis Husin-Basic geht ebenfalls raus. Jetzt erstmal wieder Christensen hier. Jetzt kommt Carstensen. Aber er kriegt den Ball auch erstmal nicht. Jabot dazwischen. Wieder Carstensen. Sage Sadamian. Wieder auf Carstensen. Und Adamian schickt erstmal Luca Waldschmidt. Aber der Torwart spielt mit. Schade. Schade, das wäre natürlich jetzt eine gute Möglichkeit gewesen für Luca Waldschmidt. Jetzt erstmal Marvin Schwäbe. Marc wird, denke ich mal, 70. oder 75. eingewechselt, okay. Dann ja sehr wahrscheinlich entweder für Olesen oder für vielmehr Luca Waldschmidt. Aber ich hoffe irgendwie, dass Luca Waldschmidt noch eine Bude macht. Also irgendwie noch ein 2-0, das wäre echt entspannter, in die Schlussphase zu gehen, als jetzt irgendwie nur mit einem 1-0. Aber schauen wir mal, wieder Timo Hübers über die rechte Seite zu Benno Schmitz. Wieder Erik Martel. Hübers. Jetzt Jabot. Wieder über die linke Seite zu Lehrt Pagwada. Und wieder Luca Waldschmidt. Luca Waldschmidt wieder zurück zu Jeff Jabot. Olesen. Luca Waldschmidt. Wieder auf Jabot. Luca Waldschmidt. Ja, wieder ein typisches Aufbauspiel beim 1. FC Köln. Wieder Marvin Schwäbe. Also der FC ist klar die bessere Mannschaft. So, das muss auch wirklich jeder aus Nabrücker so sehen. Und der FC führt auch verdient mit 1-0. Das ist ja gar keine Frage. Die Osnabrücker machen es aber auch nicht schlecht. Aber was sie am Ende einfach nicht haben, sind Abschlüsse. Und einfach gefährlich irgendwie vorm Tor. Und der FC ist gerade vorne hin irgendwie ein bisschen schluderig jetzt geworden. Kriegen nicht mehr wirklich den letzten Pass hin. Allgemein, wenn sie da mal nach vorne kommen, schaffen sie es nicht, guten Schuss abzuziehen. Oder allgemein einfach mal Abschlüsse zu kriegen. Also von daher, wie gesagt, ist das leider noch nicht so wirklich gut, aber vielleicht findet der FC es ja wieder. Würde mich auf jeden Fall freuen und zumal wäre es auch wichtig, ne, für den FC. Aber gut. Schauen wir mal. Bis jetzt, wie gesagt, die Zeit läuft für uns. Wir führen 1-0, aber wie gesagt, es ist auch sehr, sehr, es ist ein schmaler Grat, auf dem der FC hier sich befindet. Denn, wie gesagt, nur 1-0 Führung, ne? Das ist halt auch ganz schnell passiert und dann geht's hier schnell noch in die Verlängerung. Und das will hier wirklich keiner. Jetzt erstmal Hübers, oh, aber Marvin Schwäbe ist da. Ja, ein bisschen, man merkt auch, dass das 1-0 eben nur ist, ne? Und auch bei den Spielern, sie zittern ein bisschen, gerade hinten raus ist es nicht mehr so die Sicherheit da. Umso älter das Spiel wird, umso unkontrollierter wird es auch ein bisschen. Lehrt Pagwada wieder, Jabot, wieder auf Olesen. Und wieder Hübers auf Rasmus Carstensen, Benno Schmitz, guten Weg, den er jetzt hier geht. Jetzt Rasmus Carstensen
Auch interessant, dass wir jetzt rein theoretisch mit zwei Rechtsverteidigern spielen. In dem Fall Rasmus Carstensen und Benno Schmitz. Deswegen, ich hatte eigentlich echt gedacht, dadurch, dass Rasmus Carstensen jetzt reinkommt, dass am Ende Benno Schmitz rausgeht. Aber das war jetzt am Ende doch nicht der Fall. Also spielen wir ja rein theoretisch mit Fünferkette, ne? Hier sehen wir die Anhänger des ersten FC Kölns. Gut 1800 Leute müssten da sein. Oder sogar noch ein bisschen mehr, weil es sitzen auch noch viele FC-Fans im Publikum, also im Heimpublikum. Jetzt der Fehlpass vom ersten FC Köln. Aber der FC macht wieder gut Druck, sodass der VfL Osnabrück hier Schwierigkeiten hat für den Spielaufbau. Oder den Spielaufbau hinzubekommen. Jetzt nochmal Benno Schmitz. Wieder mit einem langen Ball, aber auch da kommt erstmal Sagesa Damian nicht dran. Und somit wieder in der 70. Spielminute der VfL Osnabrück. Und die haben jetzt Platz über links. Da kommt der Ball, den kriegt er auch noch. Den legt er auch noch rüber, aber Timo Übers kann das Ding erstmal entschärfen. Aber der VfL Osnabrück kommt wieder. Jetzt gibt es hier den Zweikampf und er zeigt auf den Punkt. Er zeigt auf den Punkt. Das gibt es nicht. In der 70. Spielminute zeigt er auf den Punkt. Eieieiei, jetzt kriegen wir ja auch noch einen jetzt kriegen wir ja noch einen Elfmeter gegen uns. Es gehen beide rein, aber ist das wirklich ein Elfmeter? Ich meine, es gibt keinen Videobeweis. Hier sehen wir es nochmal. Ja, der Ball ist weg. Und am Ende verursacht Luca Waldschmidt diesen Elfmeter. Und jetzt müssen wir hoffen, dass Marvin Schwäbe das Ding hält. Sonst brauchen wir noch ein weiteres Tor. Und dann sind wir da, wo ich eben noch gesagt habe, wenn wir jetzt mit 2-0 führen würden, wäre dieser Elfer nicht so schlimm wie jetzt. Aber dadurch, dass wir eben nur 1-0 führen, wäre es eben wieder der Ausgleich. Und wir müssten erstmal wieder ein zweites Tor hinkriegen. Vielleicht sind wir auch ein bisschen zu früh in den Verwaltungsmodus gegangen. Gerade mit der Fünferabwehrkette. Mit Rasmus Carstensen, Benno Schmitz, Jeff Jabor, Timo Hübers und eben Lea Taguara. Jetzt müssen wir erstmal hoffen, dass Marvin Schwäbe das Ding hält. Marvin Schwäbe oder der Osnabrücker Spieler. Marvin Schwäbe! Jawohl! Aber das Ding ist noch nicht durch! Jetzt ist er drin. Marvin Schwäbe erst klasse gehalten, aber eben nur abgefälscht. Und somit konnte Osnabrück den Nachschuss noch reinschießen. Und somit 1-1. Ja, Schwäbe war gut, hat das gut gehalten, aber am Ende, wie gesagt, nur abgefälscht. Und somit steht's am Ende, ja, der hatte die Ecke, aber am Ende genau gerade raus. Und somit konnte tatsächlich auch der gleiche Schütze das Ding am Ende reinmachen. Und somit, ja, keine Chance für Marvin Schwäbe, das Ding das zweite Mal zu halten. Und somit steht's jetzt hier in der 72. Spielminute 1-1. Und der erste FC Köln muss nochmal offensiv gehen. Ja, muss nochmal offensiv gehen. Also, Steffen Baumgart, Marc Uth wäre eine Option. Meiner Meinung nach. Marc Uth wäre eine Option. Lea Taguara. Oder es geht hier ungewollt in die Verlängerung. Was wir eigentlich alle nicht wollen. Zumindest alle FC-Anhänger nicht. Aber gut, noch sind hier auch gute Minuten noch zu spielen. Also noch müssen wir hier nicht um die Verlängerung reden. Noch kann man es definitiv auch in den 90 Minuten schaffen. Jeff Jabot wieder auf Hübers. Wieder Jabot. Wieder Lea Taguara. Waldschmidt. Ah, und er kriegt den Ball wieder nicht. Also Waldschmidt, wie gesagt, ich wäre jetzt auch nicht böse drum, wenn man Marc Uth für Waldschmidt austauschen würde. Denn Waldschmidt, weiß ich nicht, gefällt mir jetzt zurzeit nicht so gut. Aber vielleicht jetzt nochmal mit der Möglichkeit. Aber auch da sind wir wieder, ne, der FC am Ende nicht zielstrebiger genug, um das Ding am Ende auch über die Linie zu drücken. Jetzt wieder Hübers. Wieder auf Benno Schmitz. Guter Ball über die Außen. Carstensen mit der nächsten Schussflanke war es eigentlich beides nicht. Und ein Pass war es eben auch nicht. Deswegen der VfL Osnabrück jetzt hier mit dem Ballbesitz. Also alle FC-Fans auch vor Ort sind nochmal richtig am Pushen. Und das ist eben jetzt das auch, was ich auch gesagt habe. Ja, jetzt steht eben auch nochmal das ganze Stadion, eben auch der VfL Osnabrück.
Und die glauben eben jetzt auch nochmal dran und hoffen natürlich auch jetzt nochmal durch dieses 1-1. Und das ist eben jetzt das Problem. Ne? Jetzt hast du eben auch das ganze Stadion ein bisschen gegen dich. Außer die mitgereisten Fans vom 1. FC Köln. Jetzt wieder, ja, und dann ist der Ball schon im Aus, okay, durch Erik Martel. Und ja, Rasmus Carstensen. Margut muss rein, ja, sehe ich genauso, Noel. Also Margut für Luca Waldschmidt, da wäre ich jetzt nicht, weil Luca Waldschmidt kriegt irgendwie heute echt nicht mehr so viel hin. Also man merkt irgendwie, umso älter der Tag wird, umso älter das Spiel wird, umso weniger bekommt er Luca Waldschmidt irgendwie was auf die Kette. Verstolpert mehr die Bälle und wie gesagt, also weiß ich nicht, hat jetzt auch den Elfmeter verursacht. Also von daher, ja. Wie gesagt, gut 75. Spielminute jetzt, noch gut 15 Minuten. Dann ist das Spiel hier rum. Zumindest die 90 Minuten. Marc macht 2 Buden, wäre extrem wichtig. Keins war schwach heute. Ja, ist ja auch ausgewechselt worden heute. Ah, Damian ist auch nicht gut. Ja gut, er ist ja jetzt erst reingekommen. Aber bis jetzt habe ich auch noch keine gute Aktion von ihm gesehen, das stimmt. Jetzt erstmal Luca Waldschmidt. Ah, Damian, vielleicht ja jetzt mal mit einer Idee. Er gibt erstmal ab auf Lea Paguada. Wieder auf Olesen. Matthias Olesen. Und der macht dann wieder den Fehlpass. Ey, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie kann man so den Ball vertändeln? Weißt du... Das ist nicht wahr, echt. Also wie kann man so den Ball vertändeln? Paguada gefällt mir auch heute wirklich sehr, sehr gut. Also Paguada gefällt mir wirklich, ist einer der Besten, meiner Meinung nach. Was der an da rauf und runter läuft und allgemein die Zweikämpfe, also das gefällt mir sehr gut, was Paguada macht. Deswegen ist er ja immer noch auch drauf, weil er einfach ein sehr, sehr guter Spieler gerade ist. Es wäre auch ein Fehler, meiner Meinung nach, Paguada auszuwechseln. Naja, wie gesagt, das ganze Stadion steht jetzt, du hast das Stadion gegen dich. Und du musst jetzt hier versuchen, in den nächsten 14 Minuten irgendwie das zweite Tor zu erzielen für den 1. FC Köln. Sonst wird es ganz schwierig. Umso länger es in die Verlängerung geht und dann Elfmeterschießen ist sowieso Glückssache. Das ist, glaube ich, ganz klar. Jetzt wieder der VfL Osnabrück. Man hat meiner Meinung nach ganz klar nachgelassen und man hat ganz klar auch irgendwie versucht, das 1-0 zu verteidigen und das ist einfach gefährlich. Das ist einfach gefährlich, das hat Bremen auch gemacht und am Ende sind sie in die Verlängerung gekommen und am Ende haben sie sogar das Ding verloren. So, weil sie einfach zu nachlässig waren. Und leider hat der 1. FC Köln auch meiner Meinung nach gerade nach dem Tor nachgelassen. Extremst nachgelassen. Und das darfst du einfach nicht machen. Hier sehen wir nochmal den Elfmeter. Wie gesagt, gehalten von Schwäbe. Wie gesagt, nur gerade rausgehalten. Und somit konnte der Torschütze eben direkt einnetzen. Oder der den Elfmeter schießen sollte. So ein Ding ist das. Also eigentlich darfst du den Elfmeter halt so nicht halten. Ne? Aber andererseits bist du halt froh, dass er ihn überhaupt gehalten hat. Ne? Aber direkt gerade raus zum Schützen raus. Das ist halt tödlich, ne? Da kannst du eigentlich nur Glück haben, dass er dann irgendwie den Ball nicht trifft und dann irgendwie drüber oder da daneben zieht. Aber wie gesagt, das war jetzt dann noch nicht schwer, das Ding irgendwie reinzumachen. Gerade weil Schwäbe ja geschlagen war. Bin die ganze Zeit drinne. Sehr gut, Luca. Sehr vorbildlich. Sehr schön, das freut mich. So, jetzt erstmal wieder Benno Schmitz. Ah, und der Ball ist wieder nicht wirklich gut. Ja, der FC wird irgendwie extremst unkonzentriert. Gerade jetzt in den letzten Minuten. Der 90 Minuten. Und jetzt erstmal wieder der VfL Osnabrück. Immer noch der VfL Osnabrück. Wieder ein langer Ball. Carsten sind dazwischen. Benno Schmitz. Und Carstensen, keine Ahnung, will Einwurf haben. Aber am Ende kriegt nur der VfL Osnabrück Einwurf. Okay.
Ja, und ich muss hier nochmal den Rechner aktualisieren, denn auch da ist wieder die Verbindung weg ein bisschen von der Bluetooth-Position, oder? Jetzt ist er wieder da? Ja, jetzt ist er wieder da. Sehr gut. Sehr gut. So, also der FC braucht noch ein Tor. 10 Minuten sind jetzt noch zu spielen, für das dann hier am Ende das doch noch in die Verlängerung geht. Und ganz ehrlich, ich habe keinen Bock darauf, Leute. Ich habe keine Lust darauf, hier in die Verlängerung noch zu gehen. Ich meine, ich habe es fast schon befürchtet, dass es ein Krampf wird hier, dieses Spiel. Aber ja, es muss doch nicht sein, Leute. Es muss doch nicht sein. Jetzt wieder der VfB Osnabrück, wieder Ecke. Ich meine, wenn wir jetzt hier noch das Gegentor kassieren, dann haben wir aber hier richtig Schachmattes. Dann haben wir hier wirklich, dann doch lieber in die Verlängerung, bevor wir hier, hab keinen Bock auf Elfmeterschießen, ja, absolut, bin ganz deiner Meinung, Luca. Da bin ich ganz deiner Meinung. Aber wie gesagt, bevor wir jetzt hier noch das Gegentor kassieren, dann lieber doch in die Verlängerung. Schauen wir mal. Wie gesagt, nächste Ecke für den VfB Osnabrück. Über die linke Seite. Die Flanke kommt gut, aber der FC kann es verteidigen. Aber der VfB Osnabrück bleibt auch weiter gefährlich hier in der Kölner. Oh, jetzt kommt hier die nächste Flanke. Da ist ganz viel. Oh, ich habe das Ding schon reinfliegen sehen. Ohne Witz, ich habe das Ding schon reinfliegen sehen. Aber erstmal noch nicht. Jetzt allerdings nächste Ecke, nächste Flanke. Boah, ich bin hier schon komplett durch. Ich werde hier schon komplett bekloppt. Wieder Osnabrück. Osnabrück jetzt im Dauerdruck. Wieder Marvin Schwäbe. Ganz stark. Aber Köln, jetzt rafft euch mal auf hier. Du lässt euch so weit nach hinten drücken von einem Zweitligisten. Jetzt kneift euch mal die Arschbacken zusammen und jetzt gibt mal Gas hier. Das kann es doch nicht sein. Nächste Flanke. Alter, wie kann man sich so tief reinfallen lassen? Die hatten die ganze Zeit das Spiel so unter Kontrolle und jetzt lassen sie sich da so hinten reinfallen. Jetzt lassen die Osnabrück komplett das Spiel machen. Absolut unnötig. Kommt, geht ran, Pacuada. Kämpfen. Rübergehen jetzt. Ich will zwei Kämpfe sehen und nicht irgendwie 8 Meter Abstand. Mann, 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 Mann. Weißt du, so viel Platz zwischen dem Spieler. Nur noch Begleitservice, was wir hier machen. Und das 10 Minuten vor Schluss. Ich kann das langsam nicht mehr. Nee, Noel, ich sag's dir so, wie es ist. DFB-Pokal wird mir mittlerweile auch zu gefährlich. Also, das ist alles nicht mehr. Das kannst du alles nicht mehr. Das ist einfach so. Der FC kann einfach mal nicht solide gewinnen. Mit 2-0, bam, aus, fertig. Und wir sind eine Runde weiter. Dann gibt's immer noch so einen Elfmeter, den man dann gegen sich bekommt. Oder irgendwie, keine Ahnung, ein Abseitstor, keine Ahnung, irgendwie kriegt man dann irgendwie einen rein und dann zittert man sich dann doch wieder kurz vor Schluss einen ab. Jetzt vielleicht nochmal Jabot, wieder Luca Waldschmidt, komm, hau einfach nochmal einen raus. Nein, da wird nochmal ein Pass gespielt. Rasmus Carstensen, wieder abgelegt auf Benno Schmitz. Kann nur Benno Schmitz die langen Dinger oder was? Wieder Olesen. Nächste Flanke, wieder nur ein Osnabrücker getroffen. Weißt du, einfach mal abziehen. Wie Benno Schmitz es gemacht hat. Aber nein, Dann wird noch da ein Pass gemacht und da ein Pass gemacht. Jetzt nochmal Benno Schmitz, wieder Carstensen. Nächster langer Ball, aber auch wieder da ist der Keeper da. Weißt du, auch Luca Waldschmidt, pack dir doch mal ein Herz, ja? Haut einfach mal rein. Und wenn er dann 8 Meter gegen den Wind übers Tor fliegt, ist doch egal, du hast es versucht. So, bei Benno Schmitz waren auch nicht die ersten Dinger rein. Da sind die auch erstmal bis nach Düsseldorf und nach Gladbach geflogen. Aber jetzt, bam, ne? Rein damit. So, das ist einfach so. So, jetzt nochmal wieder Osnabrück. Nur noch 7 Minuten, bis es dann wirklich in die Verlängerung geht. Ach man, Leute. Ich würde so gerne nochmal eine Pokalrunde erleben, wo wir nicht in die Verlängerung müssen. Hatten wir schon lange nicht mehr. Muss man wirklich mal so sagen. Muss morgen arbeiten, ja, ich habe ja Gott sei Dank Urlaub, das ist der einzige Vorteil hier, dass ich wirklich, ich könnte gefühlt, aber ich will eigentlich auch nicht bis 2 Uhr nachts streamen, also so, weil ich werde ja auch irgendwann müde, ne, also es ist ja so, deswegen, also ich muss jetzt auch nicht unbedingt
länger streamen, als eigentlich geplant war. Also von daher, zumal auch dann meine Meinung zum Spiel ja auch erst dann, keine Ahnung, gefühlt morgen kommt, weil, wie gesagt, um ja 0 Uhr muss ich das auch nicht mehr posten, weil dann die meisten Leute eh im Bett sind danach. Also von daher, ja, muss das jetzt nicht unbedingt noch in die Verlängerung gehen, sage ich euch so, wie es ist. Oder ins Elfmeterschießen. Jetzt wieder Benno Schmitz. Und wieder abgefälscht, wieder gibt's hier den Einwurf. Und jetzt kommt mal gut. Meiner Meinung nach 10 Minuten zu spät. Den hätte man schon viel früher einwechseln müssen. Aber wenn es wirklich in die Verlängerung gehen sollte, dann wäre er eben auch nochmal eine gute Option, ne? Endlich gut kommt, ja, Noel. Meiner Meinung nach, wie gesagt, 10 Minuten zu spät. Aber wie gesagt, wenn er in die Verlängerung jetzt geht, wenn es wirklich in die Verlängerung geht, dann könnte er wirklich nochmal ganz wichtig werden für den ersten FC Köln. Gerade wenn es auch wirklich, ich will es nicht aussprechen, aber es ist ja so, wenn es am Ende auf den Punkt geht, ne? Jetzt wieder der VfL Osnabrück und die marschieren jetzt und da geht wieder keiner ran. Außer Erik Martel. Und der kann nur noch eine Ecke heraus, oder eher gesagt, nur noch eine Ecke verursachen. Aber das ist noch das Harmloseste. Aber weißt du, da können die im 16 des FCs, können sie da einfach durchspielen. Also, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, warum man sich da so durchspielen muss. Oder warum man da nicht hingeht. Das ist vielmehr das. Ja, man gut kommt und hoffentlich rettet er uns jetzt noch. Ja, hoffentlich, ne? Ich meine, das letzte Mal konnte er ja treffen. Da hat er ja auch so ein etwas, ja, weiteres Tor getroffen. Jetzt die nächste Ecke, Leert Pagwara wieder dazwischen. Wie gesagt, der Junge gefällt mir sehr gut heute. Nächste Flanke wieder gefährlich, aber Marvin Schwäbe ist da. Gott sei Dank. Ja, jetzt wie gesagt, 86. Minute. Jedes Gegentor kann jetzt entscheidend sein oder wird entscheidend sein. Jetzt nochmal Luca Waldschmidt, aber auch der hat einfach keine PS mehr. Es wird Zeit, dass der ausgewechselt wird. Sage ich euch so, wie es ist. Der ist einfach müde, der ist kaputt. Und jetzt kommt noch der Wechsel und es geht auch Luca Waldschmidt. Und es ist auch richtig so. Es ist richtig so. Wir bedanken uns trotzdem bei unserer Nummer 9. In der 86. Spielminute Luca Waldschmidt und neu ins Spiel mit unserer Nummer 13, Marc Uth, 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 Uth. Komm jetzt, Junge. Schieß uns in die zweite Runde. Das wäre so geil. Gerade weil er ja wirklich auch in der ersten Runde letztes Jahr verletzungsbedingt raus musste und dann ja eigentlich seine Saison zu Ende war. Jetzt kommt er wieder rein. Und es wäre einfach so eine Fußballgeschichte, wenn er uns jetzt wirklich in die zweite Runde schießen würde. Mit einem Tor von ihm. Na gut, erster Ballkontakt. Wieder Carstensen. Adamian setzt sich da nicht richtig durch. Carstensen aber dafür. Ja, auch nicht so wirklich. Und somit erstmal wieder der VfL Osnabrück. Und jetzt gibt es erstmal Einwurf wieder für Osnabrück. Danke Marie für dein Follower. Vielen, vielen lieben Dank. Freut mich, dass du jetzt auch hier Follower geworden bist. Vielen, vielen lieben Dank. So, also 87. Spielminute, eher gesagt 88. Spielminute. Noch gut 2 Minuten plus Nachspielzeit. Das ist ja auch die Frage, was gibt es oben drauf? Ich meine, es sind auch viele Wechsel passiert. Also von daher könnte man hier auch definitiv mal 3 bis 4 Minuten noch oben drauf geben. Da dürften wir uns zumindest nicht beschweren, sagen wir es mal so. Aber ja, schauen wir mal. Also, Benno Schmitz und hier sehen wir mal gut. Wieder Benno Schmitz mit dem Einwurf über die rechte Seite. Ja, mal gut verlängert auf Carstensen. Wieder Pagwara. Immer noch Pagwara. Ja. Jetzt kriegt er den Ball nicht so ganz, aber gut gemacht. Erstmal auf Rasmus Carstensen, der verliert allerdings jetzt den Ball. Haut sich aber auch nochmal rein, dass er den Ball wieder zurückgewinnt. Auch mal gut. Und wieder. Oh, und Benno Schmitz rastet da richtig aus. Ist da richtig sauer auf den Schiri. Aber es gibt Einwurf. Also ich weiß gar nicht, warum der Benno sich jetzt da so aufregt. Aber gut. Wieder Erik Martel, Benno Schmitz. Wieder auf Hübers. Ich hoffe, wie gesagt, echt, dass... Ja, Steffen Baumgart hat sich ja eigentlich schon ein bisschen verzockt, weil er meiner Meinung nach zu früh auf Spielverwalten-Modus gegangen ist.
Aber ich hoffe, dass er sich jetzt auch gerade in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen sich nicht verzockt, wie letztes Jahr gegen Jan Regensburg. Jetzt wieder Carstensen. Ja, das ist ein Foulspiel, gibt aber erstmal Vorteil. Jetzt Adamian und jetzt, ja, könnte man eigentlich Freistoß geben, denn der Vorteil ist vorbei. Aber Adamian, frag nochmal den Schiri nach, ob es da nicht doch dann den Freistoß gibt, aber gut. Geht wohl weiter. Und somit wieder der lange Ball vom Osnabrücker Keeper. Wieder übers. 5 Minuten gibt's oben drauf. Also nochmal 5 Minuten Nachspielzeit. Carstensen nochmal. Ja, leichtes Trikot ziehen, aber geht erstmal weiter. Also 5 Minuten noch für den ersten FC Köln und natürlich auch für den VfL Osnabrück, um hier die Verlängerung zu vermeiden. Aber ich ahne wirklich, dass es hier in die Verlängerung geht, Leute. In die Extraschicht. In die Überstunden. Man muss es so sagen. Es geht vermutlich hier in die Überstunden. Hier Lea Pagwada, der sich wirklich richtig reinhaut. Und auch Baumgart ist hier relativ angespannt. Es droht eben mal wieder eine Blamage. Man muss es leider so sagen. Aber noch ist ja, wie gesagt, noch nichts gelaufen. Also wir spielen immer noch unentschieden. Noch kann der FC hier das Ding auch in den 90 Minuten machen. Oder eher gesagt in den 95 Minuten. Jetzt erstmal Hübers, wieder auf Jabot. Wieder Erik Martel, Carstensen. Ja, und der Ball ist wieder im Aus, aber Einwurf für den FC. Pagwada, über die linke Seite, wieder Hübers. Jabot. Immer noch Jabot. Jetzt Marc Uth. Ja, und der kann das Ding immer noch nicht entschärfen. Wieder Erik Martel. Wieder Benno Schmitz. Jetzt vielleicht nochmal. Nächste Flanke in den 16er. Aber der ist ungefährlich. Der ist leider absolut ungefährlich. Von Benno Schmitz. So, jetzt immer noch Olesen. Der spielt auch komplett durch. Für mich auch sehr überraschend, dass er da durchspielt. Jetzt aber erstmal Osnabrück. Nochmal mit der gefährlichen Situation. Über die rechte Seite, da ist gar keiner, aber Jabot ist dazwischen. Jawohl, stark durchgesetzt. Chef Jabot, unser Türschrank. Oder unser Türsteher. Jetzt mit der Flanke auf Marc Uth. Der setzt sich da auch nochmal durch. Ja, gibt am Ende auch Vorteil für Osnabrück noch. Aber am Ende, ja, wie gesagt, kann da auch Marc Uth leider nichts machen. Jetzt nochmal der VfL Osnabrück mit der Möglichkeit. Setzt sich da sehr gut durch. Aber wieder Türschrank, Jeff Jabot ist dazwischen. Der Türsteher, sozusagen. Wieder der 1. FC Köln, wieder der VfL Osnabrück. Über die rechte Seite jetzt. Olesen, jetzt vielleicht nochmal mit der Möglichkeit. Wir schreiben die 3. Spielminute. Die 3. Nachspielzeitminute. Lea Pagwada, nochmal über die linke Seite. Komm, setz dich durch, Carstensen. Sehr gut. Und dann wieder so ein Pass, ey. Mann. Und das in der 93. Spielminute. Weißt du, ein vernünftiger Pass im 16er und dann ist das Ding doch gemacht. Sie machen es sich unnötig schwer. So sieht's aus, Luca. Leider ist es so. Sie machen es sich unnötig schwer. Sie machen es sich leider unnötig schwer. Mann. Es wäre so einfach. Es wäre so einfach. Ich gehe pennen. Alles klar, Niklas. Danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, du bist gegen Dortmund wieder mit dabei. Jetzt wieder der VfL Osnabrück. Warum ist da keiner auf der linken Seite? Jetzt wieder Adamian. Komm, eine Kontermöglichkeit.
Aber so doch nicht. So doch nicht. Das kannst du machen, wenn wir 2-0 führen oder 2-1 führen, aber doch nicht, wenn es 1-1 steht. Wieder Osnabrück und dann ja, wird mal gut ein bisschen ausgenockt. Nee, sage Sadamian ist es. Ja klar, sehr gut. Hoffentlich kein Elfmeterschießen. Ja, ich hoffe es auch, Luca. Ich hoffe, dass wir irgendwie hier es noch dann wenigstens in die Verlängerung schaffen oder dann eben machen, denn es sieht sehr danach aus. Die 5 Minuten sind nämlich jetzt um. Und ich werde dann hier den Stream wieder beenden müssen, um dann eben einen neuen zu machen, denn wir haben hier wieder 50 Minuten gestreamt. Gute Nacht. Alles klar, schlaf gut, Niklas. Wie gesagt, danke, dass du dabei warst. Wir sehen uns dann am Samstag wieder. Jetzt vielleicht nochmal ein langer Ball. Aber Damian kommt da ebenfalls nicht ran und er hat ihn die Pfeife schon im Mund und es gibt die Verlängerung. Es gibt die Extraschicht für den ersten FC Köln und für den VfL Osnabrück. Durch ein Elfmeter für den VfL Osnabrück geht es hier mit 1:1 in die Verlängerung. Eieieiei. Eieieiei. Wie gesagt, Verlängerung. Ach nee. Ach nee. Bin wieder da. Sehr gut, Luca. Sehr gut. Sei gegrüßt. Es ist leider genau das passiert, was wir erwartet haben. Das ja, erwartete schwere Spiel gegen den Zweitligisten vom VfL Osnabrück. Es ist leider so. Wieder zurück. Sehr gut. Alex, sei gegrüßt. Freue mich, dass du hier bist. Bis zur letzten Sekunde bin ich hier. Sehr gut, Luca. Wir ziehen das gemeinsam durch. Wir gehen hier gemeinsam in die Überstunden. Wir gehen hier gemeinsam in die Verlängerung im ersten Pokalspiel. Was ein Spiel, ja, definitiv. Das Problem ist halt wirklich, es wird gerade halt dann auch gegen Dortmund am Samstag nicht einfach, wenn du 120 Minuten in den Knochen hast, vermutlich vielleicht sogar Elfmeterschießen noch. Also, ja, wie gesagt, das wird nicht einfach. Für den ersten FC Köln auch am Samstag. Dann gegen Dortmund. Gut, dass ich genug zu trinken mit habe. Also das ist wirklich wichtig. Ja, auch Baumgart hat die Truppe nochmal eingeschwört. Hat nochmal sie heiß gemacht. Das verkacken wir noch jedes Mal. Ja. Erinnere mich nicht dran. Ich habe leider auch kein gutes Gefühl. Wenn wir in die Verlängerung oder ins Elfmeterschießen gegangen sind, das war leider selten der FC das lachende Gesicht. Oder hat leider der FC selten gelacht. Meistens waren wir dann eher sehr, sehr traurig und sehr, sehr schockiert. Aber vielleicht ändert sich das ja auch heute. Würde mich natürlich mega freuen. Aber halt direkt in der ersten Runde so ein harter Pokalfight. Von beiden, muss man ganz klar sagen, von beiden. Aber halt einfach unnötig, weil Osnabrück hatte eigentlich nicht viel vorne zu melden. Bis auf, wie gesagt, den Elfmeter, den hatten sie am Ende. Was sagst du zu Waldschmidt? Ja, wie gesagt, unglückliches Spiel heute gewesen von ihm. Hat vorne leider viel versucht, wenig geglückt. Und, oh, Baumgart redet mit dem Osnabrücker Fan. Ah, okay. Naja. Mal abwarten. Bei Osnabrück war, ups, jetzt ist er wieder weg. Bei Osnabrück war viel mehr Power drin, aber auch durch die zwei Spiele schon vor der und die Stimmung im Stadion pusht die Spieler auch. Ja klar, natürlich. Du hast halt mit dem Gegentor halt auch das Stadion neu erhitzt. Ist ja auch ganz klar. Ne? Also wie gesagt, meine Nerven sind weg. Ja, nicht nur deine. Du hast halt mit dem 1:1 eben auch das Stadion wieder ja aufgeweckt und somit bitter. Einfach bitter. Ich bin ein großer Fan von dir. Danke dir, Luca. Das freut mich sehr. Wir haben gar keine Bank, Lenard. Ja. Ja gut, man sieht halt schon, dass Jonas Hector fehlt, dass ein Skiri fehlt. So, das merkst du schon, ne? Aber wie gesagt, wir müssen diese Saison damit klarkommen, dass sie eben nicht mehr da sind. Und deswegen, ja, müssen wir damit leben und jetzt, wie gesagt, das Beste draus machen. 90 Minuten, weiter geht's. Weitere, ja, gut 40 Minuten
die wir nochmal extra spielen. Oder eher gesagt, 30 Minuten sind es ja eigentlich. Aber mit den insgesamt Nachspielzeiten kommt man auch knapp auf 40 Minuten, glaube ich. So, jetzt erstmal wieder Carstensen über die rechte Seite. Ja, guter Ball jetzt vielleicht mit der Möglichkeit, aber auch da kriegt der FC es wieder nicht hin, am Ende das Tor zu erzielen. Sehr, sehr bitter. Jetzt wieder Jabot. Wieder der FC mit Timo Hübers. Wieder auf Benno Schmitz. Immer noch Marc-Uth. Wieder zurück zu Marvin Schwäbe. Wieder Jeff Jabot. Lea Pagwada. Immer noch Jabot. Timo Hübers. Benno Schmitz. Ah, es wäre so gut, wenn wir hier noch das 2-1 am besten in der Verlängerung machen. Weil, wie gesagt, das Elfmeterschießen ist Glückssache. Das Elfmeterschießen ist einfach Glückssache. Und deswegen wäre es eben extremst wichtig, wenn wir hier noch vor dem Elfmeterschießen das Ding zumachen. Und machen hier, zack, Tor, Feierabend. Das wäre halt so die Traumvorstellung. Die Realität sieht leider ein bisschen anders aus. Pagwada so krank also heute. Ja, wie gesagt, Luca, ich finde Pagwada heute auch sehr, sehr stark. Aber wie gesagt, leider bringt es eben nichts, wenn am Ende andere Spieler ihre Form nicht bringen. Davy Selke hat mich heute ein bisschen enttäuscht. Luca Waldschmidt hat viel versucht, aber am Ende eben auch nicht am Ende auch leider nicht das Tor erzielt. Und am Ende sogar noch den Elfmeter verursacht, muss man auch dazu sagen. Jetzt erstmal wieder Jeff Jabot, wieder Timo Hübers, Erik Martel. Lea Pagwada. Immer noch Lea Pagwada. Jetzt vielleicht. Gute Flanke. Und da ist das Ding drin. Da ist das Ding drin, wenn es kein Abseits war. War es Abseits? War es kein Abseits? Sage Sadamia mit dem Tor, aber es ist kein Abseits. Also von daher, Tor für den FC. Wir verdienen unsere beste Versorgung. Mit ganz, ganz stark. Denn wenn es Römmelche ist, dann schon mal parat und mal weg für euch die Stadt. Und jeder hätte gesagt, Kölle, Alarm, Alarm, Kölle, Alarm. Ja, wenn es Römmelche ist, dann schon mal parat und mal weg für euch die Stadt. Und jeder hätte gesagt, Kölle, Alarm, Alarm, Kölle, Alarm. La 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 la. Sehr geil. In der 93. Spielminute. Tor für unseren ersten FC Köln. Rewe präsentiert das 2-1. Und Torschütze war der Spieler mit der Nummer 23, Sagis Adamian. Yes! Jawohl, ich weiß nicht, ob es gar nicht abseits war von Marc-Uth, aber ist egal. 2-1, Führung, sehr stark. Wichtig, ganz, ganz wichtig. Und jetzt, FC, mach es durch. Jetzt, gib Gas. So, ihr seid wieder ein bisschen runtergefallen, deswegen Handy fest. So. Jetzt nochmal gut positionieren und es gibt Eckball für den ersten FC Köln, aber zuerst muss ich natürlich die Anzeigetafel wieder aktualisieren. So wie es sein muss. 2-1, wo bist du, FC? 2-1,
2-1, 2-1, 2-1, wo haben wir's? Nein, da haben wir's nicht. Da haben wir's. 2-1 für den FC. Sehr, sehr stark. So, jetzt gibt's hier die nächste Ecke für den 1. FC Köln. Marc Uth, die Ecke kommt gut. Aber leider ist der VfL Osnabrück erstmal da. Aber der FC drückt weiter. Benno Schmitz. Also wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Marc Uth nicht im Abseits war. Jetzt die nächste Flanke, aber auch die bringt erstmal nichts ein. Olesen nochmal. Wieder Erik Martel, nächste Flanke. Wieder Adamian, immer noch Adamian, immer noch Adamian. Jetzt abgelegt auf Olesen. Wieder nochmal abgelegt auf Jabot. Er schießt Jabot und da ist das Ding. 3-1, unser Innenverteidiger, sehr stark. Also, Tor für den FC. Yes. Schon mal parat, und mal weggeluscht die Stadt, und jeder hat gesagt, Köln, Alarm, Alarm, Köln, Alarm. Denn wenn ne Trümmel steht, dann schon mal parat, und mal weggeluscht die Stadt, und jeder hat gesagt, Köln, Alarm, Alarm, Köln. La 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 la. In der, wartet, wieder kurz Pause, so, in der 97. Spielminute, Tor für unseren ersten FC Köln. Rewe präsentiert das 3-1 und Torschütze war der Spieler mit der Nummer 24, Jeff Jabot. Sehr, sehr stark. Was für ein geiles Ding. Das war ein bisschen Glück, dass er durch den Innenpfosten reingeht. Aber egal, 3-1, yes, come on jetzt. So, wieder Anzeige erneuern. So ein Ding ist das. Einmal wieder hoch. So, wo bist du, 3-1? Für unseren ersten FC Köln, da haben wir's. Sehr geil. Und ihr wollt wieder runterfallen hier. Was wollt ihr denn hier? Mann, Mann, Mann. Immer wollt ihr runterfallen. So, jetzt geht's weiter. Come on. Also, Elfmeterschießen kennen wir nicht. So ein Ding ist das. So, boah, endlich. Aber warum müssen wir dafür in die Verlängerung gehen? So ein Ding ist das. So, Marvin Schreiber hat das Ding wieder sicher. Wichtig. Ich bin ein, also mir fällen gerade nicht nur ein Stein vom Herzen, sondern gefühlt 100. Also, weil es eben lange danach aussah, dass das Ding hier wirklich ins Elfmeterschießen geht. Aber anscheinend nur in die Verlängerung. Aber wie gesagt, es ist auch noch nicht vorbei. Also, wir haben jetzt hier gerade mal erst die 98. Spielminute. Ein paar Minuten haben wir noch mit uns. Oder mit euch. Oder allgemein. Mit dem FC. Na, jetzt ist hier ein Zusammenstoß, okay. Mit Erik Martin, nee, mit Timo Hübers. Oh, das tut weh. Ja, da hat's gerumst. Gut, dass wir in die Verlängerung gegangen sind, ja. Das stimmt. Ja, gut, dass wir einen Jabot und eben am Ende einen Sages Adamian haben. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal sage. Gerade bei Adamian. Aber wie gesagt, bei Uth bin ich mir nicht ganz sicher, ob er nicht im Abseits war. Aber ist egal. Das Ding zählt. Also der Keeper war auch sehr empört, dass der Treffer gezählt hat. Und hier, Jeff Jabot, das will ich sehen. Einfach mal draufballern. Einfach mal, und dann, wie gesagt, ne, so ein Ding passiert dann einfach mal. Ja, also, Wahnsinn. Richtig, richtig stark. Richtig, richtig stark. So muss das sein. Köln gewinnt. Ja, hoffentlich, Marcel. Hoffentlich. So, jetzt gibt es hier erstmal Verletzungsunterbrechung. Der Osnabrücker Spieler steht schon. Ah, hier sehen wir nochmal das Gespräch mit dem Osnabrücker Fan und Steffen Baumgart. Frage mich, was die zu besprechen haben, also keine Ahnung. Ja, Timo Hübers steht auch erstmal wieder.
Ich hoffe natürlich, dass er sich da jetzt nicht irgendwie, naja, Gehirnerschütterung oder so hinzugefügt hat. Aber es scheint erstmal weiterzugehen. Aber jetzt kommt erstmal der Wechsel. Und zwar für alle, die gefragt haben, kommt Luka Kilian? Ja, er kommt. Und zwar für Timo Hübers. Ich hoffe, er hat sich da jetzt nicht irgendwie ernsthaft verletzt. Also wir bedanken uns bei unserer Nummer 4, Timo Hübers. Und neu in die Partie mit unserer Nummer 15, Luka Kilian. Also, wie gesagt, hoffentlich hat Hübers sich da jetzt nicht ernsthaft verletzt. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass er ihn rausnimmt, gerade weil er eben auch gelb gesehen hat. Also, Luka Kilian jetzt neu in der Partie. In der 101. Minute. Der Holzfuß macht auch noch eins. Ja, wäre ganz cool, Noel, wenn der Holzfuß auch noch was macht. Ja, wie gesagt, wichtig ist, dass wir einfach treffen, dass wir jetzt das Ding hier nach Hause fahren, dass wir, wie gesagt, nicht noch unnötig ins Elfmeterschießen gehen. Das wäre jetzt echt extremst wichtig. Hey, was hat denn der Tor? Hä? Was hat denn jetzt? Was hat denn jetzt der Osnabrücker Spieler gemacht? Achso, der hat sich da noch geknupst, okay. Und dann ist er zur Bande gegangen und dann, okay, hat er Kopfschmerzen gehabt. Okay. Du machst das so gut, ich fieber immer so mit. Das freut mich natürlich, Felix, wenn ich das so ein bisschen auch übers Internet eben verbreiten kann, diese Anspannung, diese allgemein diese Spannung eben. Also freut mich sehr. Vielen Dank. Jetzt erstmal Lea Paguada wieder. Wie gesagt, für mich ist der heute wirklich der beste Mann auf dem Platz. Auch wenn er kein Tor bis jetzt gemacht hat, aber trotzdem. Jetzt erstmal Marc Uth, ja, und das war am Ende keine Flanke und am Ende nur ein Schuss, aber der war leider nicht gefährlich. Geht direkt ins Außennetz. Schade. Auf geht's, FC, kämpfen und siegen. Genau, so sieht's aus. Jetzt erstmal wieder ein langer Ball von dem Osnabrücker Keeper. Wieder Erik Martel dazwischen. Adamian, immer noch Adamian. Der Ball ist allerdings immer noch im Feld. Jetzt ist er im Außen, weil ein FC-Spieler auch am Boden liegt. Oh, Erik Martel, das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Der hat Schmerzen. Was ist passiert? Ah, der fällt direkt auf den Rücken. Okay. Ah, es tut weh. Okay, also, ja, wie gesagt, man sieht schon direkt, ne, erstes Pflichtspiel und viele Spieler müssen direkt mal hart einstecken. Wie gesagt, Timo Hübers, jetzt Erik Martel, also, ja, direkt geht's hier voll zur Sache, muss man ganz klar so sagen. Direkt geht's hier voll zur Sache. Für unsere Nummer 6, Erik Martel, aber auch für ihn geht es hoffentlich weiter, ja. Streckt sich einmal, läuft jetzt auch wieder gut. Also von daher geht es für ihn auch weiter. Wichtig. Wirklich wichtig. Jetzt wieder Marc Uth mit dem Ball zum Osnabrücker Keeper und Erik Martel ist wieder auf dem Platz. Somit der FC wieder vollzählig. Wieder der VfL Osnabrück. Wieder mit dem langen Ball. Na, jetzt muss Marvin Schwäber aufpassen. Macht er auch. Sehr gut, sehr ordentlich. So, und gut, eine Minute noch. Dann haben wir die Halbzeitpause, die kurze Halbzeitpause. Die kurze Halbzeitpause hier für den FC und für den VfL Osnabrück. In der Verlängerung, in der ersten Pokalrunde. Da sage es Adamian nochmal. Adamian, immer noch Adamian. Jetzt mit der Flanke in den 16er. Da ist Carstensen. Aber am Ende kann er den Ball nicht mehr wirklich behaupten. Nur für die Farben in Rot und Weiß. Nur für dich gehe ich bis in den Tod. Nimm mich mit meinem 1. FC Köln auf die Reise. Durch Europa, einmal um die Welt. Genau, so sieht's aus. So sieht's aus. Oh, da seid ihr fast wieder runtergefallen. So, jetzt nochmal eine gute Flanke hier vom 1. FC Köln. Carstensen, wieder Marc Uth. Und dann kommt irgendwie ein Schuss, aber ich glaube nicht vom 1. FC Köln tatsächlich. Mann, mein Handy. Mein Handy, was ist los mit dir, mein Handy? So. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter im Takt. Wieder Benno Schmitz. Steffen Baumgart sagt beigespielt. Lol. So, nochmal gerade trinken.
So, mach gut jetzt hier mit dem Einwurf. Benno Schmidt nimmt es dann doch eher über die rechte Seite. Ja, Rasmus Carstensen will da den Ball noch behaupten, kriegt aber erstmal nicht hin. Aber der Ball landet wieder beim 1. FC Köln. Wieder beim Benno Schmidt. Rasmus Carstensen. Ja, und am Ende wieder im Aus und somit wieder Einwurf für Benno Schmidt. Jetzt Christensen und am Ende der Torhüter vom VfL Osnabrück, der es natürlich schnell machen will, weil es gibt nochmal 4 Minuten nochmal obendrauf in der Nachspielzeit. Jetzt nochmal Osnabrück, wieder gefährlich hier im 16er. Ja, viel Platz hier über die rechte Seite, nächste Flanke. Aber Jabot ist dazwischen, sehr stark. Also auch Jabot, gefällt mir sehr gut heute. Nicht nur, weil er das Tor gemacht hat, sondern weil er hinten auch alles festhält, was geht. So, jetzt nochmal der lange Ball vom Osnabrücker Keeper. 2 Minuten von den 4 Minuten Nachspielzeit ist um. Wieder Benno Schmitz und das gibt Abstoß. Müsste es zumindest. Hier sehen wir die mitgereisten FC-Fans und alle haben den Angelhut an. Ist ein sehr schönes Bild. Muss man ganz klar sagen. So, Steffen Baumgart. Weiß jetzt nicht, was ihn stört. Aber die Zeit läuft für den FC und der FC für 3-1. Also das ist wirklich sehr ordentlich. Wie gesagt, wenn wir das noch in den 90 Minuten geschafft hätten, wäre eben noch besser gewesen. Aber egal. Wie gesagt, am Ende kräht da kein Hahn mehr nach. Wie wir es geschafft haben, am Ende sind wir eine Runde weiter und das zählt. Wie gesagt, ich hoffe nur, dass wir, wie gesagt, gut generieren können für das Spiel am Samstag gegen den BVB. Denn das wird auch kein einfaches Spiel. Das, glaube ich, ist ganz klar. Wie gesagt, da werdet ihr auch euch freuen können, denn es wird einen Vorbericht geben am Mittwoch. Ist zwar auch vorproduziert, klar, aber wie gesagt, es gibt einen Vorbericht gegen den BVB. Am Mittwoch um 12 Uhr geht das online. Schaut auch gerne da vorbei, auf YouTube allerdings. Und dann natürlich auch Freitag die Bundesliga-Tipps, ebenfalls am Start. Also da seid ihr wieder gefordert. Was glaubt ihr, wie wird der erste Spieltag ausgehen? Gerne auch dann unter dem Video in die Kommentare schreiben. Und jetzt gibt es hier nochmal eine Verletzungsunterbrechung von Benno Schmitz. Ja, auch da, ja, am Ende ein Foulspiel von dem Osnabrücker. Und somit hoffen wir, dass eben da auch, nachdem Kleinhansel Benno Schmitz da ordentlich runtergehauen hat, am Ende Benno Schmitz auch weitermachen kann. Also wie gesagt, es ist ein Spiel, was definitiv, Blessuren hinterlassen wird. Oder allgemein eben ein paar Wehwehchen. Das ist, glaube ich, ganz klar. Jetzt erstmal Benno Schmitz mit dem langen Ball Richtung Osnabrücker Tor. Wieder Luca Kilian. Jetzt vielleicht Marc Uth. Marc Uth, kann er sich behaupten? Nein, es geht aber weiter. Erstmal wieder mit Osnabrück über die linke Seite. Christensen ist ebenfalls am Start. Jetzt kommt Olesen noch dazu, aber Osnabrück lässt sich erstmal nicht aus der Ruhe bringen. Immer noch der VfL Osnabrück. Schöner Hackentrick, aber am Ende kann der FC das verteidigen. Wieder Damian. Und Luca Kilian. Benno Schmitz ist ebenfalls noch am Start. Und jetzt gibt es hier den Abstoß. Den Einwurf. Nee, gibt es nicht, denn es ist Halbzeit. Also die zweite Halbzeit in dem Spiel. Ja, wie gesagt, der FC führt 3-1. Starke erste Halbzeit in der Verlängerung. Jetzt so weitermachen. Vielleicht noch das vierte machen, um wirklich absolut sicher zu gehen. Aber das 3-1 sollte eigentlich auch schon reichen, wenn man sich jetzt nicht komplett dumm anstellt. Wie gesagt, Jeff Jabot, starkes Tor, sage es Damian. Wie gesagt, da bin ich ein bisschen skeptisch, ob das ein reguläres Tor war, weil Marc Uth schon sehr weit vorne war. Aber Salzdrum steht 3-1 für den 1. FC Köln und somit sieht es hier sehr, sehr gut aus, dass der FC hier weiterkommt. Und auch dann ist es meiner Meinung nach verdient, denn der FC macht hier wirklich ein sehr gutes Spiel eigentlich. Ne? Und wenn es diesen Elfmeter nicht gegeben hätte, wären wir ja auch schon längst durch. Aber ist nun mal nicht so. Am Ende gab es den Elfmeter und am Ende geht es hier in die Verlängerung.
So, Leute, also danke erstmal an die 17 Leute, die weiterhin hier aktiv sind. Ja, freut mich natürlich sehr, hier in dieser Überstunde, in dieser Verlängerung. Ich kann euch trösten, jetzt geht es nur noch weitere 15 Minuten, dann ist hier das Spiel hoffentlich rum und wir sind hoffentlich eine Runde weiter. Also natürlich, die Fans, die motivieren jetzt nochmal den VfL Osnabrück. Aber das bringt nichts, denn der FC hält jetzt gut dagegen und am Ende gewinnt der FC das Ding. So, ich muss jetzt hier nochmal gerade das alles nochmal aktualisieren, dass das alles hier auch funktioniert. So, also wie gesagt, jetzt geht es in die zweiten 45 Minuten oder eher gesagt in die vierten 45 Minuten. Oder ist es ja eigentlich gar nicht, es sind ja gar keine 45 Minuten mehr. Also in den zweiten 20 Minuten. So, jetzt geht's weiter. Oder nee, 15 Minuten sind's. Sorry, 15. So, jetzt erstmal wieder der VfL Osnabrück. Und der Ball landet erstmal im Außen, somit Einwurf für den ersten FC Köln. Hier über Benno Schmitz. Immer noch Benno Schmitz, langer Einwurf. Und wieder der VfL Osnabrück. Aber der FC kann das Ding hier zurückgewinnen. Mit Martel. Wieder auf Jabot. Und der erstmal wieder mit dem Rückwärtsgang zu Schwäbe. Wieder ein langer Ball. Ah, Damian, kann er sich durchsetzen? Ja, er kriegt den Ball. Jetzt Carstensen. Ah, und Olesen läuft da ein bisschen ein paar Umwege. Marc Uth verstolpert auch den Ball. Somit erstmal wieder Osnabrück hier im Ballbesitz. Wieder der VfL Osnabrück. Ja, Erik Martel haut sich da nochmal rein. Gibt allerdings den Freistoß für den VfL Osnabrück. Ja, ist eigentlich auch wieder eine relativ weite Distanz. Aber wie gesagt, auch der kann natürlich gefährlich werden für den FC. Also von daher, ja, auch jetzt keine Position, sag ich mal, wo man sagen würde, oh, da passiert gar nichts. Im Gegenteil. Jetzt wird der Freistoß ausgeführt vom VfL Osnabrück. Der Freistoß kommt rein in den 16er, aber direkt in die Mauer. Also von daher erstmal gut verteidigt durch Marc Uth und Matthias Olesen, der die Mauern oder die beiden Mauerteile gebildet haben. Jetzt nochmal die nächste Flanke für den VfL Osnabrück, wieder im 16er. Der FC kriegt wieder den Ball nicht so wirklich richtig aus dem 16er raus. Aber am Ende landet er dann bei Marvin Schwäbe. Somit erstmal wieder gut pariert. So, Marvin Schwäbe mit dem langen Ball Richtung Benno Schmitz. Wieder Rasmus Carstensen. Und Marc Uth jetzt vielleicht. Marc Uth, komm, marschier, Junge. Ja, er wartet lieber auf andere noch. Und jetzt verstolpert sie wieder. Oh, Mann! Marc, entweder zieh durch oder dann spiel einen vernünftigen Pass. Aber das war gar nichts. Jetzt wieder Osnabrück mit viel Platz über die linke Seite. Wieder viel Platz, aber Kilian ist da. Sehr, sehr stark vorne unter der Nummer 15, Luca Kilian. Hier sehen wir es. Wichtig, dass er eben da ist, weil sonst hätte die 23 von dem VfL Osnabrück das Ding reingemacht. Zumindest hätte er gute Chancen gehabt. Sagen wir es mal so. So, aber jetzt gibt es hier trotzdem die nachfolgende Ecke für den VfL Osnabrück in der 108. Spielminute. Über die linke Seite, der VfL Osnabrück. Die Ecke kommt gut, aber der FC kriegt es erstmal verteidigt. Und jetzt vielleicht mit der Kontermöglichkeit. Sag es Adamian. Kriegt das gut gespielt. Sag es Adamian. Ja, FC spielt mit. Warum läuft da jetzt keiner mit? Du hast eine Ecke, du hast eine Kontermöglichkeit und da ist keiner mehr bereit, den Sprint anzuziehen. Da hast du wirklich den Eindruck, dass nur Sage Sadamian noch Bock hatte, jetzt den Sprinter anzuziehen. Der Rest hatte keinen Bock mehr. Oder keine Zeit oder keine Lust. Keine Ahnung. Oh.
Nein, das ist zu früh. Das ist noch nicht... Das war jetzt... Falschalarm. So ein Ding ist das. So, nochmal Verletzungsunterbrechung in der Zeit. Um was zu trinken. So muss das nämlich sein. So, Margut ist ebenfalls noch verletzungsbedingt draußen. Oder muss zumindest behandelt werden. Hoffe natürlich auch, dass bei ihm jetzt nichts irgendwas ist. Hatten jetzt genug Verletzungspech, Margut. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass der jetzt auch noch hier verletzungsbedingt ausfällt. Das hatten wir letzte Saison zu oft. So, müsste jetzt gleich aber weitergehen für Margut. Hoffe ich zumindest. So, auch der Osnabrücker Spieler geht raus, oder sie wechseln vielmehr. Und jetzt geht's dem Freistoß für den VfL Osnabrück. Wieder rückt der FC sehr, sehr spät raus. Marvin Schwäbe wieder nur gerade ausgefäustet. Auch sehr gefährlich. Aber jetzt vielleicht mit der Kontermöglichkeit. Durchsage ist der Damian. Er muss es alleine machen, weil wieder kein Kölner mitläuft. Und am Ende holt er einen Einwurf raus. Aber mehr war auch nicht drin. Weil, wie gesagt, was soll er machen? Allein gegen zwei ist eben extrem schwierig. Und es ist in der 110. Minute eben keiner mehr da, der irgendwie noch mitsprintet. Also, immer noch mal gut draußen. Das macht mir jetzt persönlich ein bisschen Sorgen. Dass er da weiterhin draußen ist. Muss auch behandelt. Oh, er kriegt sogar einen Verband. Ja, jetzt sag nicht, der ist wirklich ernsthaft verletzt. Dann kriege ich aber hier leicht die Motten. Der FC muss jetzt in Unterzahl spielen. Die letzten 10 Minuten in Unterzahl für den FC. Also, ja. Was ist los mit Margut? Was ist los mit Margut? Wieder das Knie, wieder Verband drum. Das kann es einfach nicht sein. Wieder in der ersten Runde des DFB-Pokals. Jetzt erstmal viel Platz wieder für Osnabrück. Aber Olesen kriegt es hin. Und jetzt beschweren sich alle, aber es war kein Rückpass. Im Gegenteil, er hat ihn einfach nur berührt und fertig. Also es war komplett legitim. Hier sehen wir es. Na, er spielt nicht den Ball und Hand war es auch keine. Also von daher alles gut. Es war Schulter. So, jetzt erstmal Damian wieder auf Paguara. Paguara wieder Carstensen. Starker Ball. Schön behauptet. Wieder Carstensen. Jetzt rutscht er durch, aber es war eben Ball gespielt. Oder? Nee. Es gibt den Freistoß, oder? Hä? Er muss jetzt raus, okay? Hey, lol, was ist denn jetzt los? Die vier, okay, da waren ganz normal, also gut, okay, er geht rein, der Ball war weg, spielt eigentlich nicht den Ball und deswegen gibt's Freistoß, ja, vollkommen legitim. Ja, hier sehen wir alle Schals vom 1. FC Köln, sehr schönes Bild von unseren Fans, die mitgereisten. Und jetzt gibt's hier den Freistoß für Leandro Paguara. Über die linke Seite. Vielleicht doch nochmal die Möglichkeit für den FC, das 4:1 zu machen. Hier kommt Erik Martel. Aber am Ende leider nicht drin. Schade. Jetzt hier nochmal ein langer Ball. Wieder der VfL Osnabrück. 113. Spielminute. Also... Ich denke mal, es müsste jetzt echt viel passieren, dass hier das Ding doch noch irgendwie in die falsche Richtung geht für den FC. Also klar, ein 3-2 könnte man immer noch kassieren, aber eigentlich, dass ein 3-3 fällt, also dann ist der FC auch wirklich absolut selber schuld. Und man muss wirklich hinterfragen, was der FC in der ersten Pokalrunde macht. Aber das sieht jetzt schon sehr, sehr gut aus. Bis jetzt kommt auch der VfL Osnabrück noch nicht so wirklich gefährlich vors Tor. Also dass man jetzt wirklich sagen müsste, oh, jetzt zittert der FC am Ende. Im Gegenteil, eigentlich sieht es sehr kontrolliert aus. Wie gesagt, durch eine starke erste Halbzeit in der Verlängerung kann der FC hier vielleicht dann doch später als gedacht das zweite Rundenticket ziehen. Das wäre halt auch gerade natürlich finanziell natürlich eine mega Sache. Ne? Ist ja ganz klar, umso weiter du kommst, umso besser ist es. Umso mehr Geld kriegst du eben auch in die Kasse.
und Geld braucht der FC nun mal. Das ist, glaube ich, ganz klar. Und deswegen, also ich würde mir auch hoffen oder wünschen, dass wir eben wirklich, ja, weit kommen im DFB-Pokal und deswegen. Aber gut, schauen wir mal. Wie gesagt, die erste Runde ist nie so einfach, weil du da das erste Mal wirklich richtig, erstmal wieder reinfinden muss in den richtigen Spielbetrieb, ist ja auch das erste Pflichtspiel dann. Also von daher würde ich jetzt auch noch nicht sagen, naja, guck mal, jetzt schon in die Verlängerung gehen, ne? Also es gibt auch viele, die öfters in die Verlängerung gegangen sind und am Ende standen sie trotzdem im Halbfinale, ne? Also von daher hat das auch nicht immer was zu sagen. Und wie gesagt, andere sind schon gegen Drittviertligisten rausgeflogen und wir spielen hier jetzt direkt am Anfang mal gegen den Zweitligisten, ne? Was wie gesagt nicht einfach ist. Und gerade auswärts ist auch nochmal so ein Punkt, ne? So, jetzt nochmal ein langer Ball von Marvin Schwäbe. Wieder Olesen, Paguara, wieder auf Christensen. Und wieder der VfL Osnabrück. Immer noch Osnabrück, wieder mit dem langen Ball. Wir schreiben die 115. Spielminute, nur noch 5 Minuten Nachspielzeit. Jeff Jabot haut sich da auch nochmal rein. Ja, er macht sich richtige Freunde in Osnabrück, also Jeff Jabot. Der macht sich da richtige Freunde. Aber am Ende ist es halt einfach ein harter Zweikampf, ne? Wie gesagt, das ist halt Fußball, so, das ist einfach so. Und Marvin Schwäbe wieder mit dem Abstoß. Langer Ball. Wieder Sagesa Damian. Wieder Olesen. Aber am Ende nichts mehr wirklich, wo der FC irgendwie gefährlich vor dem Osnabrücker Tor kommen könnte. Nochmal ein langer Ball für den VfL Osnabrück. Olesen. Benno Schmitz. Wieder mit dem langen Ball, aber der Ball landet im Aus. Und somit Einwurf für den VfL Osnabrück. Immer noch Osnabrück. Jetzt hier über die rechte Seite des FCs. Ja, sie marschieren nochmal. Kriegen jetzt auch nochmal den Ball in den 16er. Da muss der FC aufpassen. Der Ball kommt rein. Aber am Ende geht der Ball am Tor vorbei. Und somit gibt es hier nochmal eine Ecke für den VfL Osnabrück. Und somit nochmal die Möglichkeit, hier vielleicht doch nochmal spät es spannend zu machen. Wie gesagt, ich glaube, wenn hier das 3-2 fällt, dann kommt auch nochmal das Stadion. Jetzt nochmal die Ecke über die rechte Seite, aber so nicht, denn der Kopfball geht deutlich übers Tor. Und somit, ja, 117. Spielminute. Wir nähern uns hier wirklich dem Ende und der FC scheint es wirklich noch zu schaffen. Aber es war ein absolut kämpferisches Spiel, muss man wirklich sagen. Es war das erwartete kämpferische Spiel, das erwartete schwere Spiel, aber am Ende heißt der Sieger wohl erster FC Köln, was ich wirklich sehr, sehr gut finde. Also, das ist ja kein Geheimnis, ne? Das ist ja klar. Ich glaube, sehen die meisten so, dass wir hier wirklich, ja, ein kämpferisches Spiel gesehen haben. Jetzt nochmal ein langer Ball vom VfL Osnabrück. Wieder ein langer Ball. Marvin Schwäbe kommt raus und somit solide. Solide, 118. Spielminute. Ich bin auch mal gespannt, wie viel Nachspielzeit es geben wird. Auch da bin ich natürlich sehr gespannt. Wie gesagt, die Torreaktion wird es natürlich auch wieder auf TikTok geben. Schaut da auch gerne vorbei. Und meine Meinung zum Spiel wird ebenfalls online gehen auf YouTube. Seid da gerne auch mit dabei. Und der Stream allgemein wird ja auch nochmal auf YouTube hochgeladen. Also wie gesagt, könnt ihr euch nochmal 3 Stunden oder keine Ahnung, wie lange der Stream jetzt geht insgesamt. Also bestimmt jetzt schon, bestimmt ja, 3 Stunden wird es bestimmt sein. Könnt ihr euch natürlich nochmal alles geben, die Spannung nochmal und dann am Ende auch die Tor-Highlights natürlich. So, jetzt nochmal der VfL Osnabrück über die linke Seite. Wieder ein langer Ball in den 16er des FCs. Ja, aber am Ende war es abseits vom VfL Osnabrück. Und somit Abstoß für Marvin Schwäbe. Ja, wie sehen wir es, klar im Abseits, die Nummer 13, die dann aus dem aktiven Abseits rausgeht. Und somit 119. Spielminute jetzt. Noch gut eine Minute, Leute. Dann haben wir es geschafft. Gut, dann kommt natürlich noch Nachspielzeit oben drauf. Aber dann sollte es erstmal geschafft sein.
Ich denke mal, so viel Nachspielzeit kommt jetzt eigentlich auch nicht mehr. Also ich würde jetzt mal mit 2 Minuten rechnen. Alles andere fände ich jetzt persönlich ein bisschen viel. Jetzt aber vielleicht nochmal Carstensen, aber auch der ist im Abseits. Und somit gibt es jetzt hier den nächsten Abstoß, der auch schon ausgeführt ist. Ja, der VfL Osnabrück will es nochmal schnell machen. Aber ich denke mal, das wird es gewesen sein. Also der FC geht hier eine Runde weiter. Und das ist auch im Großen und Ganzen, wenn man das gesamte Spiel betrachtet, auch verdient. Wenn du 3 Tore erzielst, wenn du allgemein auch mehr vom Spiel hast, wenn du eigentlich auch klarere Chancen hast. Wie gesagt, wir haben Osnabrück eigentlich, muss man ja wirklich sagen, selbst wieder reingebracht in das Spiel durch den Elfmeter eben. Ich glaube, wie gesagt, wenn wir den Elfmeter nicht verursacht hätten und der nicht reingegangen wäre, klar, hätte Fahrradkette, aber dann hätten wir hier definitiv ein 1-0 gehabt und dann wären wir hier rausgegangen, glaube ich schon. Aber gut, also somit haben wir es unnötig nochmal spannend gemacht. Aber der FC wäre eben auch nicht der FC ohne Spannung. Ist ja auch ganz klar, ne? Muss man auch ganz klar so sehen. So, 120 Minuten sind jetzt um. Jetzt ist die Frage, wie viel Nachspielzeit gibt es noch oben drauf? Wie lange müssen wir noch zittern? Oder zittern ist es ja eigentlich auch nicht. Aber gut, 1 Minute gibt es nochmal. Ihr merkt, es wird spät. 1 Minute gibt es nochmal oben drauf. Wir schreiben jetzt mittlerweile auch schon das, ja, 23:22. Und es gibt nochmal eine extra Schicht. 1 Minute nochmal. So, nochmal der VfL Osnabrück über die rechte Seite. Aber im Großen und Ganzen wird es das gewesen sein. Das wissen jetzt auch die Fans des VfL Osnabrücks und eben auch die Spieler. In 1 Minute kannst du keine 2 Tore machen. Das wäre zumindest ein neuer Rekord. Jetzt Carstensen, nochmal ein langer Ball. Und wir schreiben jetzt nur noch 10 Sekunden auf der Uhr. Und das wird so gewesen sein. Der 1. FC Köln kommt in die nächste Runde. Und ich freue mich jetzt schon auf die neue auf die nächste Pokalauslosung. Jetzt nochmal Osnabrück. Nochmal ein langer Ball. Aber am Ende ist Paguada da. Und der Ball ist allerdings noch nicht ganz geklärt. Nächster Ball in den 16er. Wieder Marvin Schwäbe. Und das sollte es gewesen sein. Das sollte es gewesen sein. Der FC ist in der 2. Pokalrunde. Yes! Ach, was für ein Krampf. Was für ein Kampf. Aber am Ende belohnt sich der FC und am Ende ist das Geld in unserer Tasche und am Ende haben wir hier das Ding gepackt. Gott sei Dank, nicht Elfmeterschießen, Gott sei Dank, nur in der Verlängerung. Ja, auch die VfL-Fans, ja, sagen nochmal, ey, ihr habt auch gut gekämpft, gar keine Frage. Hier werden noch die letzten Bilder gemacht mit Steffen Baumgart von manchen FC-Fans. Ach, Gott sei Dank, Leute. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich bin einfach mega happy, dass wir in die nächste Runde eingezogen sind. Es war das erwartete schwere Spiel. Es war das erwartete Krampfspiel. Auch von Osnabrück. Ja, guck, hier werden nochmal die Hände gegeben. Alles gut. Und jetzt ist es geschafft. Jetzt ist es geschafft. Wir sind in der nächsten Runde. Ich bin gespannt. Wie gesagt, in der Pokalauslosung, wo es dann als nächstes hingeht. Vielleicht haben wir ja nochmal ein Heimspiel. Würde mich natürlich auch freuen, denn dann wäre natürlich auch cool, wenn ich dann da auch vor Ort wäre. Das wäre ja auch nochmal was Neues. Also von daher, das wäre halt auch cool. Vielleicht geht's ja gegen Bielefeld. Dann gibt's einen Vorbericht mit Qualle. Vielleicht gibt's auch das Stadtduell gegen Fortuna, gegen Viktoria Köln. Fände ich auch ganz cool. Schreibt gerne auch ja eure Wunschgegner in die Kommentare. Würde mich mal sehr interessieren, was ihr sagt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei allen, die hier bei dem langen Stream dabei waren. Bei allen, die hier mitgezittert haben, mitgefiebert haben. Aber am Ende haben wir uns belohnt. Am Ende haben wir 3-1 gewonnen. Und ja, ich bedanke mich, wie gesagt, bei allen, die dabei waren. Bei allen, die heute einen Follower dagelassen haben. Bei allen, die einen Daumen nach oben dalassen werden. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr seid am Samstag gegen den BVB wieder am Start. Bis dahin, macht's gut, euer Niklas. Und ciao.